Hallo, herzlich willkommen zu Incursion Red River. Haben wir mal eine Demo zugespielt. Jetzt ist es quasi die Vollversion, auch nur quasi, weil es ist immer noch eine Early Access. Aber es ist tatsächlich jetzt gestern Abend rausgekommen. Und deswegen dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Schauen wir nochmal rein, ob sich noch ein bisschen was geändert hat, weil es hatte ja durchaus ganz interessante Ansätze. Kurz, so ein bisschen was wie Tarkov in dem Dschungel-Setting, ja, aber Singleplayer bzw. Coop, ja, also du betreibst halt kein PvP. Und das ist es halt. Deswegen dachte ich mir, wieso eigentlich nicht, wir gucken es uns mal an, was sich vielleicht noch so ein bisschen geändert hat, wo es jetzt am Ende des Tages gelandet ist und vielleicht ist es ja tatsächlich ein cooles Coop-Projekt oder sowas. Ich persönlich mag schon den PvP-Anteil in Tarkov auch sehr, ja. So die endgültige Spannung in dem Spiel kommt am Ende des Tages durch PvP. Muss nicht bei jedem Spiel der Fall sein. Bei Tarkov ist es so, zum Beispiel Ready or Not, da ist ja auch kein PvP mit dabei. Das ist auch sehr spannend und sehr geil. Also da haben sie es sehr gut hinbekommen. Mal schauen, wo das Spiel hier so am Ende des Tages landet. So. Dann wollen wir mal. Moin auch Mark SSJ. Guten Morgen. Moin auch Nightjack. Gucken wir mal uns ein bisschen die Grafik. Epic. Yep. Haben wir. Das ist soweit alles okay. Display Settings. Ich nehme definitiv DLSS. Ja, eigentlich nicht unbedingt das Upscaling. Quality ist es nur. Achso, ja, okay, dann können wir so lassen. Wir wollen auf Windowed. Aber weil es mir trotzdem in den Knochen wehtut, schalte ich schon mal vorher 4K ein und gehe dann auf Window. Nicht, dass es irgendwie großartigen Unterschied machen würde. Borderless. Genau, das brauchen wir eigentlich. Jetzt. 60 FPS. Ist ja kein PvP dabei. 60 FPS reicht mir dann beim Shooter. Bei einem PvP-Shooter hätte ich gerne weit mehr. Na, da können wir so bei 120, 144 FPS. Aber ja, nee, ihr wisst ja. So, V-Sync ist drin. Field of View. Lass ich mal so. Motion Blur. Definitiv weg. Volumetrisch Fog. Mach ich mal an. Virtual Shadows Experimental. An. Illumination Method. Ja. In da rein, ja. Ei. Voll geil. Supi. Das bis die Grafikkarte brennt. Wozu habe ich sie denn? Moin, salö. Moin, moin. Ups. So, jetzt mal gucken. Vor allen Dingen wegen dem hier. Das hat er genommen. Das ist schon mal ganz gut. Mein Sound ist auch wieder da. Das ist auch gut. So, Audio würde ich sagen, machen wir erstmal, wenn wir im Spiel drin sind. Ah ne, hier genau. Den Master habe ich jetzt erstmal auf 50 gestellt. Wir schauen mal, wie es drin so ist. Ja. In der Regel ist es immer so, ein bisschen Musi runter, ne? Effekte meistens dann ein bisschen hoch. Interface ein bisschen irgendwie so in den Dreh. Moin, auch Kapuzan. Moin, moin. Ich habe gerade gesehen, mein lieber Capo, es gab ein Update für Infection Free Zone. Kommt ja heute Abend raus, beziehungsweise auch nur als Early. Aber es gab ein gigantisch großes, mal noch Yoshi. Es gab ein gigantisch großes Update von sage und schreibe 204,8 MB. Aber da das Spiel insgesamt nicht sehr groß ist, ist es tatsächlich ein großes Update. Groß genug, um meine Hoffnung zu nähren, dass es vielleicht ja jetzt ein bisschen besser funktioniert. Das wäre es ja mal, oder? Hattest du nochmal reingeschaut? Ob es da noch Probleme gab, oder hast du auch erstmal die Finger von gelassen? So. Nicht du, nicht jetzt.
So. Hast du meine Nachricht über gestern überlesen? Es gab ein paar Tage 1,7 Gigabyte. Ja, das habe ich überlesen. Ah! Nein, 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 nein. Das ist sehr geil. Das Video im Menü, ja, das war in der Demo auch schon, dass das Video hier irgendwie im Menü so ein bisschen hakelt. Aber hier, ne, das Rest ist flüssig. Ja, ich gehe mal in unseren Hideout und dann schauen wir doch mal. Konntest ja nicht mehr starten. Ach, ja, genau, da weiß ich noch, dass ich es ja einmal für dich gestartet habe, ob es bei mir überhaupt noch funktioniert. Shooting Range. The shooting range contains a number of targets for you to test your equipped weapons on. Ammo is unlimited while you are in the hideout. Okay. Keine Waffen, keine Waffen. Wir wissen, kennen uns ja hier schon so ein bisschen aus. Stash. Oh yeah. Aber schaut mal, wir haben schon eine AK-74M und eine Glock 19 dabei. Wir haben tatsächlich sogar auch schon ein, zwei Magazinchen mit dabei. Das ist tatsächlich also auch ganz geil. Wir haben eigentlich recht gut Leute gefunden. Ich würde sogar einfach mal sagen, X to the Z. Wir gehen mit dem rein, was wir da so in der Hand haben und dann passt das irgendwie schon. Wir können uns einen Helm, würde ich sagen. Nein. Da. Headgear. Headgear. Kann ich mir keinen Helm anziehen? Navigation Device. Das ist ein Helm, oder? Ah, Kiva, RSP Helmet deswegen. Ja, dann bleibt er auch da, wo er ist. Das ist schon okay. Belt, Backpack, Tactical Rig. Hier haben wir tatsächlich sogar auch was. Frage ist, das sieht sogar so ähnlich aus wie bei Taco. Das ist schon ganz witzig. Bringt mir Armor Points 100. Okay, die bringt also Rüstung. Das ist auch eine von denen. Ne? JTAG, okay. Ich würde sagen, das reicht eigentlich. Dann können wir den Helm allerdings auch wieder rausnehmen. Das heißt, ein Backpack, ja, habe ich auch ein Delta an. Naja, das passt doch. Das passt doch. Medical Box Purchase. Ah, okay, guck mal, gegen das Geld, was wir so reinkriegen, können wir uns hier quasi mehr Slots insgesamt holen. Auch Weaponry-Gedöns. Können wir hier insgesamt ein bisschen mehr reinpacken. Das sind quasi die Boxen, die man kaufen kann bei Tarkov. Sieht alles schon ziemlich gleich aus, ja, ich finde auch. Das 200 MB Update hast du nicht von Faction. Vielleicht hatte ich ja auch nicht das über 1 GB große. Vielleicht streut er so bei dem Spiel so separat unterschiedliche Sachen aus und guckt einfach, was passiert oder so. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Das Ding da, ja. Tier 1. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade Geld ausgegeben. So, aber ich will ja auch hier ein bisschen Platz schaffen in meinem Hauptstash. Naja, das will er nicht. Okay, cheaten ist nicht. Ich verstehe. Ist ja ein bisschen hier Platz mal reinbekommen, ne? Ja, muss ja auch schon durchaus irgendwie sein. So, Gear. Also für Gear ist das nicht sehr groß. Man kann sogar ineinander steckeln. Das ist ja natürlich ganz geil. Oh, guck mal, guck mal. Oh, das macht ja sogar automatisch. Das ist ja witzig. So, ne? Guck mal. Auf einmal sieht es hier schon deutlich besser aus. Ist das nicht Wahnsinn? So, okay. Ich würde sagen, wir gehen mal rein in Raid. Interact. Private Session on. Loadout Custom. Scheint auch so, als wenn es aktuell weiter nur die Quarry ist. Ja? Ja? Dann machen wir das doch mal. Deploy. Spaß dir auch, Yoshi. Ja, soweit, ne? Kennt man irgendwie alles? Immer noch Bense. Ich meine, es gibt ja tatsächlich sogar ein paar Interessenten. Und es ist nicht sehr teuer, ja? Die Early. Oh, das kann ich euch mal zeigen, während er hier lädt.
Nicht, dass er lange lädt bei dem Spiel, aber trotzdem. Wir sind schon drin. Das kostet jetzt aktuell 13,19 Euro. Das ist echt ganz angenehm. Auto, 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 Auto. Da wären wir. Incursion ist rein PvE. Ganz genau, ganz genau. Kannst es aber im Coop spielen. Ne? Also es ist nicht so, als wenn du jetzt komplett alleine durch die Gegend rennst. Kannst dich mit deinen Freunden ja auch ein bisschen jagen. Aber nein. Das ist ein FC Food Container. Kann man den öffnen? Was bist du? Nagel? Spraycan? PS-Muni. 5,55 mal 39. Die kleine. Also das ist tatsächlich für uns gar nicht so schlecht. Werden schon beschossen? Der ist tot. MP heißt ja nicht PvP. Kommt auf deine Mates an, Kapo-san. Ja, ja, nee, es ist. Es, du spielst auf jeden Fall gegen KIs. Aber ja, du kannst halt. Kannst halt Coop-mäßig hier zocken. Das geht. Das ist möglich. Was ist das denn? 5,7? Mal 28? Ist das P90, Money? Das klingt so nach so einem halben Gedöns. Ja, 14 Euro dachte ich mir auch kaputt. Also, ich hatte jetzt so ein, zwei. Schon Fragezeichen mit dabei. Oh? Ah, aber seinen Rick habe ich ihm zerballert. Hatte ich schon dabei, aber ich muss sagen, für den Preis? Ja, ne? Also ich glaube, wenn du ein paar Leute zusammenkriegst und am Ende des Tages dann halt wirklich im Coop so ein bisschen die so ein bisschen rumdaddelst, naja, ne? Selbst wenn er da so ein Wochenende nur dran Spaß hat oder so. Bei 10 Euro? Da sind andere Dinge deutlich teurer, würde ich sagen. Also das ist schon echt. Das ist schon echt ganz anständig. Wir hätten ruhig nur ein paar Euro mehr draufschlagen können, hätte ich immer noch gut gefunden. Aber das ist wirklich günstig, ja? Sehr günstig. Finde. Danke dir, Baby Nato, für dein Follow. Die eine Stundenregel, ja, das bei uns auf dem Kanal ist das die typische Leines, hat sich's gelohnt, Spaßregel sozusagen. Ich glaube, ich hab ihn. Warte mal, ist es euch eigentlich zu laut? Wir müssen mal eben mal gucken. Wie gesagt, ich hatte ja nur jetzt bis jetzt erstmal so eine. War das okay? Passt eigentlich schon halbwegs, ne? Und passt. Okay. Ja, dann mach ich halt gar nichts. Mein Monster. Und der da auch meint immer so, wenn das Spiel bei 1 Euro die Stunde gelandet ist, dann ist alles tschickikowski. Wenn es natürlich massiv immer noch verzerrend ist, gerade bei Singleplayer, Multiplayer und so, ne, so eine schön aufwendig gestaltete, abwechslungsreiche Singleplayer-Kampagne. Ja, ne. Da kannst du halt damit nicht so richtig vergleichen. Gucke mal. Das ist ganz geil, ne? Schaut mal. Wir können hier, jetzt guck mal, B33. Ich weiß nicht, ob wir das sogar mit drauf haben. Nee, haben wir nicht. Er hat auf jeden Fall bessere Aufsätze an seiner dran. Ja, ne? Also wenn das so ist, tschüssi. Die haben sogar eine Haltbarkeit, ne? So ist nicht.
Danke. Ja. Also auch da wieder mal, ne, das typische Standardbeispiel, aber es stimmt halt nun mal auch. Wenn ich an The Last of Us 2 denke oder so, da habe ich halt keine 60 Stunden dran gespielt, ne? Und das war ein Vollpreisspiel. Gut, ich habe es, glaube ich, gar nicht bezahlt. Ich glaube, ich hatte damals eine Presse, bin mir gar nicht mehr so sicher. Aber das ist es halt trotzdem wert, ne? Während so Multiplayer, ne, einmal anders aus überlegt. Wenn ich einen Multiplayer kaufe, sagen wir mal, ach, DayZ, hier PUBG hat damals 20, 25 € gekostet, sagen wir mal 30 €. Wenn du nur 30 Stunden PUBG gespielt hast, dann hat sich das nicht gelohnt. Aber definitiv nicht. Aber ist doch Wumms. Hauptsache, man selbst ist damit glücklich und 13 € tragen definitiv dazu bei. 9, 2, 4, 47, Studio. So. Das ist nicht ganz das, was ich haben wollte. Ist geil, dass ich auf M die Übersicht für die. Okay. Ah, kriegen wir das alles schon hin. Bis zur Quarry haben wir das letzte Mal ja auch geschafft. Die müsste da hinten sein irgendwo. So ein PvP-Modus, so ein separater oder so, fände ich irgendwie ganz interessant. Und dann bitte so im Stil des alten Vietcongs. Das wäre auch geil. Und auch Hauptfeld Fable Schülz. Moin, Power Cars Franzi. Guten Morgen. Er muss sich nicht mehr darum Gedanken machen, ob er genug Wasser hat. Das letzte Mal sind hier große Gruppen durch die Gegend gelaufen. Ich sehe es leider nicht. Ich würde ihm alles in einem ja schon ganz gerne looten. Und auch Volker Racho. Moin. Da war er. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Ich habe nämlich Munition durchaus. Genau. Habe ich das jetzt weggeschmissen? Ja, wie witzig. Habe ich jetzt schnell gedrückt und ach so, weil ich auch keinen Platz in der Weste habe. Es ist wie bei Tarkov. Das ist ja schon ganz cool. Okay, wir sind wieder dabei. Ich hätte schon ganz gern langsam, aber sicher auch mal irgendwie ein Visier. Ich muss sagen, der Loot-Spaß ist schon da. Oh, Hallöchen, Popöchen. Was habe ich denn da? Einen besseren Rucksack. Schrotmuni braucht kein Mensch. Können wir wegschmeißen. Es ist aber. Mal noch Lemurblatt und mal noch Lazy. Eine M4A1. Ja, dann können wir auch schon langsam wieder rausgehen, würde ich sagen, ne? Ich sollte mal eben meine Weste wechseln. Guck mal, die hat es mittlerweile hinter sich. Was ganz interessant ist, dass wahrscheinlich einige, die Tarkov aktuell spielen, mit diesem komischen Plattengedöns. 7621 mm NATO, okay. Ja. Dass die wahrscheinlich aktuell sich denken, boah, geil, ne, hier funktioniert so eine Rüstung komplett und nicht nur, wenn du die Platte triffst.
Das ist ja aktuell den so ein bisschen zu viel. 20er Glockmagazin, ja, nehme ich mit. Zu viel Realismus. Kann auch alles so ein Stück weit seine Vorteile haben, würde ich sagen. Jetzt sind wir rein theoretisch eigentlich schon ganz durch. Also, ich hätte gerne noch ein Visierchen. Moin, auch Griff, Griff. Das war interessant, wer sieht, das habe ich gar nicht nachgeschaut. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Wie viele Leute gleichzeitig im Coup mit dabei sein können. V4-Weste, Er hat auch einen besseren Helm, ne? Ja. Kein Visier, leider. Vier. Waren wir nur nicht vier zu sehen? Stimmt, am Anfang in der Lobby, da hat man es auch gesehen. Ja, danke, danke. Sehr geil. Ich könnte mir das schon durchaus, ne? Also einfach bei dem Preis, das ist halt ganz geil. Weil der, ne, die Einstiegshürde, gerade bei einem Coup, wenn ein Coup... elementar ist für den Spielspaß, darf halt der Preis deswegen auch nicht schon so hoch sein, weil, ne, du musst es ja insgesamt nicht einmal kaufen, sondern mehrfach. Und alle müssen bereit sein, es zu kaufen. Und da ist es halt nun mal echt immer unterschiedlich gelagert. Heidenei! 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 Was ist denn hier los? Ich kann nur als Zweitwaffe. Na, dann packen wir uns mal den Schalli ab. Natürlich habe ich jetzt perfekterweise gerade die andere Waffe weggeschmissen. Hat die mehr Platz, sag mal? Die hat doch mehr Platz. Also ein dickes 60er Mac ist natürlich schon eine feine Angelegenheit. Die kann ich ja nicht einfach liegen lassen. Ist der Preis? 13 Euro aktuell. Bisschen reduziert, aber ja. 14 Euro, ja. So. Kann man schon so durchaus machen. Ich brauche ein Visier, Freunde der Sonne. Reicht mal ein Visier rüber? Das ist wirklich günstig, denke ich auch. Gern geschehen. Gib dir gerne Onfo weiter. Lazy. Jetzt sind wir ja eine Community, ne? Wir teilen Onfo, wo es nur geht. So, da unten waren wir schon. Das heißt, ich muss jetzt gucken, dass wir mal ein bisschen in die Richtung vielleicht weiterkommen. Also in der Demo hatte ich relativ schnell ein Visierchen bekommen. Ja, ne? Wenn ich da so an so das erste Spiel in dem typischen Sonntags-12-Stunden-Stream zum Beispiel denke. Ich mach doch nur Spaß, Lazy. Kannst dich gerne auch genauso über Sachen bei mir lustig machen. Habe ich gar kein Problem mit. Alles, was Spaß macht, ja, ist auch ganz wichtig. Ich bin auch noch bei meinem ersten Kaffee, so ist es nicht. Bei meinem einzigen. Ich trinke auch nicht mehr als einen, aber ist egal. Aber Onfo finde ich schon ganz cool. Guck mal, können wir hier rein? The door is locked. Ist gar nicht, dass ich Lockpicks dabei habe. Ah, das haben sie gemacht wie bei... Eieiei. Toolbox, ich nehme es mal mit. Das ist ein Feldfunkgerät. Old Radio, ja, ja. Noch mehr Nägel, ich nehme es mal mit. So langsam aber sicher wird sie auch voll. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Lockpick dabei habe.
Das Witzige ist, dass sogar ein bisschen Tarkov-Feeling echt aufkommt, ne? Also, das ist schon durchaus da. Es ist halt noch deutlich weniger so zum Looten und so ein Spaß, aber ist schon irgendwie da. Ach, das mit dem langsamen Türöffnen ist schon ganz cool. Mal Coupé! Kämen wir da hin, wenn wir uns über Streamer lustig machen würden? Hey, hey, hey. Tja, hier oben scheint aber nicht mehr allzu viel zu sein. Da liegen sogar noch so ein paar Sachen rum. Aber so großartig Loose Loot geht wohl eher nicht. Performance, Content, Graphics sind noch dabei, geändert zu werden. Es ist, es sagen sogar noch Pre-Alpha, meine Güte. Ja, ich sag ja, alles Mögliche. Alpha, Beta, Pre-Alpha, meinetwegen auch Pre-Beta. Playtest, Prolog, ach, was noch nicht alles. Demo natürlich nicht zu vergessen. Ich glaube, die haben noch ein bisschen draufgepackt in Sachen Grafik, oder? Moin, Schmitty. Gefühlt so ein klitzekleines bisschen schon, oder? Es bleibt halt dabei. Das ist eine dieser typischen Grafiken. Ja, das ist so ein bisschen wie bei unserem Project Castaway gestern. Je weiter man schaut, umso schöner sieht's aus. Je näher man schaut, umso eher wirkt es dann halt doch eher wie ein Spiel, was auch gut 5, 6, 7, 8 Jahre alt sein könnte. Aber mir reicht's. Also insgesamt ist es durchaus stimmig und passt schon. Noch ein 20er Mac. Die Glock, das nehmen wir mal mit. Ich bin tatsächlich langsam auch schon relativ voll. Ich würde ja noch viel für ein Visier geben. Punkt 338. Huiuiuiui. Da noch AP. Das nehmen wir mal mit. Was zum Beispiel ganz interessant wäre, das müssen wir mal gucken, wenn es hier am Ende des Tages sowas wie einen Fliehmarkt gibt, oder er halt ne, dazukommt, und der dann aber wieder auch wirklich untereinander teilt. Das wäre zum Beispiel ganz cool, dass es trotzdem so Randeffekte immer mal wieder gibt. Oder halt Marktmechanismen oder so, bei dem das dann doch wieder quasi PvP gibt. Das fand ich irgendwie ganz cool. Weiß nicht, ob wir den Schwierigkeitsgrad irgendwo verändern konnten. Ich habe bis jetzt nichts gesehen, Pencil. Wenn wir den hochdrehen können, dann machen wir das. In der Demo hatten wir auch immer Gruppen von 3, 4 Leuten oder so, die durch die Gegend gelatscht sind. Jetzt treffen wir eher so auf Einzelne. Ne, ja, der hat nichts Spannendes. Das ist schon cool. Fünf, sechs, ja. Oh, noch Muddy. Sag mal, gibt's hier denn niemand, der mit der Visiere nutzt oder so? So gar niemand? Ich will doch nicht viel, weißt du? Also wenigstens ein kleines Rotpunkt oder irgendwas. Ich nehme alles. Batroll? Batroll! Ah! Food Container, Spray Can. Ah ja. Gar nicht, wie wir eigentlich zu Hause schlafen können. Oh, Painkiller. Painkiller ist noch relativ neu. Ich würde sagen, wir tauschen einmal das Ganze so. Obwohl, warte mal, den können wir hier reinpacken, ne? Genau. Ich bleib dabei, das Loot-Erlebnis insgesamt ist eigentlich schon ganz cool. Das passt schon. Nice. 13 Euro, hallo. Nutzen alle Kimmelkorn? Ja, nein, doch, ich habe sogar Kimmelkorn noch dran, ja. Aber ich habe jetzt schon extra eine bessere Staubschutzabdeckung. Mit der Möglichkeit, wie sie drauf zu klatschen.
Das sieht mir nach einem großen Genau aus. Was habe ich denn hier eigentlich alles drin? Ja, ist halt so die Frage, ob ich das am Ende des Tages halt brauche oder nicht. Eigentlich können wir wahrscheinlich schon schauen, dass wir irgendwie mal rauskommen. Und dann halt auch schon direkt wieder reingehen. Hat? Sieht mir doch auch schon ein bisschen Quarry-mäßig aus, ne? Ich weiß, Quarry. Ja gut, ne? Ich meine, was suche ich auch nach einem militärischen Visier in einem Steinbruch? Das ist halt auch. Kann ich schon verstehen, dass man das jetzt hier nicht so unbedingt findet. Obwohl es sehr viel auch von dem Stuff hier durchaus auch gibt, ne? Also so ist auch nicht. Jetzt eigentlich noch ein Sturmgewehr dabei? M4? Nee. Nur ein paar Attachments. Guck mal, die ist so kürzer. Kriege ich die vielleicht hier rein? Nee. Es bleibt dabei. Ich brauche auch wirklich schon, ne? Und so. Ich mir so eine M4 mal mit. Ja, oder? Ich denke schon. Guck mal, die scheint auch nicht allzu groß zu sein. Zack. Nehmen wir das Magazin dafür noch mit. Ich meine, Duct Tape kannst du aber eigentlich auch nicht zurücklassen, ne? Ich nicht in so einer Welt. So, das sollte passen. Noch eine Kiste? Entweder sind es ein bisschen weniger. Wir können ja mal gleich schauen, ob wir irgendwie so ein bisschen Parameter ändern können. Zum nächsten Raid hin. FMJ 556. Oh. Tja. Die nehme ich mal mit. 60 Kugeln. Mein FMJ, wenn ich mich nicht täusche, war nicht ganz so gut. Aber ich brauche halt trotzdem auch Muni. Eben, Lean, Reload, Toggle Attachments, Inspect Weapon, Point Aiming of. Oh, okay. So, Fire, Run, Inventory. Pistol. GCPS. Ah! Hehehe. Guck mal, hier hinten wäre sogar ein Exit. Der schließt in 3 Minuten. Ich würde sagen, wir nehmen den sogar mal. Weil ich bin echt rappelvoll und naja, ne, also wenn ich mehr insgesamt rausschleppen kann, dann machen wir das doch mal. Aber genau hier war das ja so, ne? Dass du hier Exits hast, die immer mal wieder irgendwie offen sind und dann halt zeitlich irgendwie so ein bisschen gebunden. Ich schätze mal, das hier ist es. Du hast auch gerade 762 mal 51. Die habe ich auch dabei. Ich habe auch 556er dabei. Ich habe einiges an Munition und so mitgenommen. So, dann schauen wir doch mal nach. Ist. Nochmal 19, hier guck mal, PS-Muni habe ich auch, also 5,54, 39 habe ich auch dabei. So. Das ist auch schon mal ganz okay. Guck mal, was haben wir denn? Ich habe einen 1000er Cash aktuell. Okay, über die Rucksäcke kommen wir dann wieder so ein bisschen an die anderen Sachen. Das ist okay. So, machen wir mal so. Die Frage ist jetzt am Ende des Tages tatsächlich, wo können wir den Shit verkaufen? Ich glaube, das ging hier auch vorne, ne? Trader, genau. Price, Favorites, Inbox.
Jobboard. Silent infiltration. Hey, I'm pretty sure your our friends at the military base have actually switched sides. Could you do me a favor and Operation Enigma? Whoops, 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 whoops. Challenges. Oh, yeah, 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 yeah. Muni können wir hier auf jeden Fall schon mal kaufen. Ich würde aber gerne verkaufen. Warte mal, vielleicht können wir direkt aus unserem Stash heraus verkaufen. So. Ah, na bitte. Cash. Seht ihr schon, habe ich 140. 40 dafür auch. Tja, ich glaube, die JTAG können wir mal sogar verkaufen. Oh, dafür gibt es mehr Geld. Das sieht doch schon mal ganz geil aus. Jetzt bringen wir mal den komischen anderen Shit hier mit rein. Jetzt ehrlich, die Pistole brauche ich doch gar nicht. So, sell. Die MP5 werde ich auch mal verkaufen. Na bitte, 3000 haben wir schon mal. Denn ich glaube, das Beste, was passieren soll, ist, dass wir uns ja erstmal so ein bisschen Platz schaffen. So, dann packe ich nämlich mal die AK mal raus. Nehmen wir mal die M4 mit. Packen wir das Ding mal weg. Packen wir uns das dicke Magazinchen mal dran. Und den Charlie? Slot is not free, what? Gucke mal. Der Griffin. Ach, Griffin. Zack. Haben wir. Vielleicht kann ich mir ja ein Visierchen kaufen. So, jetzt haben wir nämlich noch hier ein 30er Magazin Reserve. Komm mal, wir haben sogar noch. Obwohl, guck mal, wir haben ja sogar. Obwohl, das ist für die Ork, okay. Guck mal, ob das direkt mit dran geht oder nicht. Nee, okay. So, haben wir noch zwei Magazine so Reserve. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Die Muni nehmen wir mit. Als Reserve für uns. Painkiller legen wir mal auch nochmal zurück. Was mit mir? Gar nichts, Griffin. Gar nichts. Hier, guck mal da. Siehst du den? Zack. 112. Ah ja, gut. Na ja, gut. Die Nägel können wir nochmal verkaufen. So, und jetzt müssten wir doch so langsam... Nee, haben wir bei weitem noch nicht. Schade. Ich würde mal schauen, wir gehen mal zum Händler zurück und vielleicht kann ich ja dann ein Visierchen kaufen. Moin, Kirill. Genau, für 13 Euro kannst du erstmal nichts falsch machen. Ja, das würde ich auch so sagen. Ich bleib dabei. Hatte ich in der Demo schon gesagt. Es könnte sein, dass mir auf Dauer dann doch schon durchaus auch der PvP fehlt. Ja, der Modus durchaus. Aber, schauen wir mal, ne? Voodoo gibt's hier natürlich auch. Ein EOTech HAS, alles klar. Also so ein bisschen. Kann ich hier überhaupt irgendwas anderes außer Kimme Korn nutzen? Nee. Oh, das ist ja frech. Okay, das heißt, wir müssen uns auch so noch ein bisschen leveln oder so. Ich verstehe. Dann gehen wir mal zum Jobboard. Die Frage ist, kann ich davon mehrere machen? Nee. Go to the military base and install the bugs. Extract. Das ist es, was wir dafür bekommen. Machen wir mal Untrack. Sehen wir mal hier. Was haben wir denn hier? Oh, guck mal, mit Visierchen. Belomo mit drauf. Cash. Guck mal, das sieht doch geil aus. Das nehmen wir mal. Go to the military base and install the jammers. Okay. Habe ich jetzt welche dabei? Aber ich würde sagen, das können wir auf jeden Fall mal nehmen. Dann gucken wir mal, ob ich hier irgendwie noch Jammer finde. Jam. Sorry. Night Vision. Oh. Falschen Hals bekommen.
Kann ja schon von dir verkauft werden. Na Logo, na Logo. Hey, es gab immerhin, was war es, 114 oder so. Tja, ich hoffe mal, ich habe die Gemma jetzt irgendwie dabei. Also kaufen kann ich sie anscheinend nicht. Nö. Wahrscheinlich habe ich sie schon direkt mit dabei. Könnte ich mir vorstellen. Dann wollen wir mal. So, jetzt gucken wir mal. Arrival Time. Früh können wir auswählen. Das ist es. Mal die Einstellungen, ob ich hier vielleicht irgendwas noch einstellen kann Richtung Schwierigkeit. AI Difficulty. So, gehen wir mal hoch. Und gib ihm. Deutsche Übersetzung. Ich schätze ganz okay. Moin, Caretaker. Moin, moin. Jetzt kann man es machen. Bei Tagwart hast du ja auch die Offline-Runden. Ja, ja. Die hast du. Ja, dass du da so gewisse Sachen nicht erledigen kannst, ist halt immer so die Sache. Also ja, ne, irgendwie. Dadurch, dass du halt wieder PvP hast, ne, ist es halt, kannst du, hättest du dann wieder einen Vorteil, wenn du da gewisse Sachen erledigen kannst und deswegen weiterkommst. Ah, Gemma! Frage beantwortet. Meine Güte, sind die groß. Okay, okay, okay. Shit. So viel zu schwerer stellen. Boah. Irgendwo die Straße runter. Muss natürlich jetzt gucken, inwiefern die jetzt anfangen, durch Büsche und so durchzuballern, ne? Da ist natürlich auf Dauer dann immer so ein bisschen ärgerlich, wenn sie dich eigentlich gar nicht sehen können und schon trotzdem schießen. Ich hab sie, aber wir haben auch gut gelitten. Ich glaube, die haben ein bisschen was dabei. In Sachen Medi-Stuff. Aber es soll ja schwerer sein, ne? Insofern passt das schon durchaus. So, unsere Rick hat schon gut gelitten. Helm ist noch soweit ganz okay. Hat mit einer MP5 geschossen? Okay. Wo ist denn der zweite, den wir abgeballert haben? Wo ist der zweite hin? Moin auch, Snipey. Zweite liegt oder dem ersten? Ah! Danke! Den kennen wir. Den kennen wir noch nicht. Der geht ja nicht. Tja, der hat aber auch nichts dabei. Hätte so gerne ein Visier.
Das wäre schon ganz geil. So, und wir müssen Gem in der Military Base. Haben sie gesagt, haben sie gesagt. Ich danke dir für dein Follow, Snappy. Oh, Schrotflintenmuni. Ja, danke sehr. Genau das habe ich gebraucht. Mach mal ein bisschen Medi-Stuff rüber hier oder so, oder? Das wär's doch. Geh mal die Turm hoch. Vielleicht haben wir Glück und finden da ein bisschen was. Ja. Zumindest mehr Munition. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Ist das ein Visier? Mini-Scout Flashlight? Naja, ich nehm's doch mit, ne? Also Flashlight ist ja gar nicht mal so schlecht. Jetzt muss ich wahrscheinlich, ich brauche nur irgendwie einen Aufsatz oder so, um das überhaupt mit ranzukriegen. Aber ist ja gar nicht mal so schlecht. Teilweise bessere und stabilere Grafik als bei Tarkov? What? Findest du? Ah, oh, Old Communicator, ich nehme mal mit. Prepped Meal. Was ist denn OF? Old Flashlight. Ach so, okay, okay. Okay, wir haben wieder ordentlich Leben. Das hat's gebracht. Ist die Ort nicht auf der Karte markiert? Ja, wir können gleich mal schauen. Ich will aber auch so ein bisschen looten, aber ja, wenn du möchtest, gerne, kann man machen. So, also wir sind da. Ah, guck mal. Hier muss ich die Jammer markieren. Soweit. Mission Container? Ach so, genau, er markiert uns das, da wären die halt die Jammer noch drin gewesen. Ja, das ist klar, das wissen wir, kennen wir ja schon. Also hier hoch und dann Jammer eine Runde. Alles klar. Da kriegen wir hin und dann kriegen wir sogar, bekommen wir sogar eine Waffe mit Visier. Das ist Wahnsinn. Zwar da müssen wir hoch. Aber auf dem Turm sitzt keiner drauf. Das war ja mal Timing. Das war ja mal Timing. Aber ja, jetzt hauen sie dann schon rein. Also das ist jetzt schon deutlich schwerer. Das ist auch ganz gut so. Finde ich auch ganz geil. Das war ja mal perfektes Timing. Okay, also wenn du einen Header kassierst, bist du tatsächlich auch weg. Alles gut. Das ist gut. So, machen wir mal eben den hier. Warte, jetzt brauchen wir erstmal unseren komischen ganzen Stuff wieder. Zock. Zock. Ah, Rucksack holen wir uns drin, oder? Das kriegen wir schon alles hin. Wozu sollen wir den ganzen extra Zeug mitnehmen? So. Nehme ich, glaube ich, sogar ein bisschen Painkiller durchaus mit. Und dann versuchen wir es mal nochmal. Ich hoffe mal, dass er jetzt das alles noch mit dabei hat. Ja. Musst du schon aufpassen, wenn du auf die Karte schaust. Mal gucken, ob jetzt unsere Quest noch da ist. Nö. Na, dann nehmen wir das hier.
Deploy. Und gib ihm. Es ist halt immer so ein bisschen das Problem mit höherer Schwierigkeitsstufe, wie sie es halt am besten machen. Das kriegst du ja mal bei Tarkov mit. Ja, die sollen schwer sein, die sollen dich aber nicht durch 5, 6, 7 Büsche weglasern, obwohl sie sich gar nicht sehen oder obwohl sie sich noch gar nicht mitbekommen haben können und so weiter und so weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier jetzt wieder so eine komische Kiste haben. Ja? Ah, ne, ist ein Secure Container. Secure Intel, Place Intel, Extract. Okay. Ne, das hier ist halt... Das ist ein bisschen... Irgendwo da hinten. Wir müssen ein bisschen näher ran, sonst sehe ich das einfach nicht. Aber wir eigentlich diesmal in eine komplett andere Richtung müssen, ne? Wir müssen ja jetzt eigentlich hier hoch. Machen wir das doch mal. Aber das ist halt sehr schwer. Es ist sehr schwer, eine schwere KI zu bauen. Ja, zum Beispiel bei Rayo Nord haben sie die KI ja mittlerweile. Ist die recht gut? Ja. Aber die war ja mal immer mal wieder auch durchaus ein bisschen problematisch. Also das ist schon echt ein Kunstwerk, eine wirklich starke und trotzdem faire KI zu bauen. Hallöchen, hätte mal irgendjemand hier, ne? Sich einen Rucksack mitgenommen. Vielleicht sollten wir sie doch erstmal unten killen. Ich kann doch hier nicht Benzin zurücklassen, das kriege ich nicht übers Herz. Wir müssen da irgendwo nochmal kurz runter. Weil das Problem ist halt, wenn es dann wiederum zu leicht ist, ist es halt auch nicht geil. Vor allen Dingen bei dem PvE-Spiel, spätestens da, ne? Brauchst du ja irgendwie eine gewisse Herausforderung, dass auch eine gewisse Spannung und Ufer da steht. Wenn du dann irgendwie KIs hast, die du einfach nur abfarmst und wieder rausgehst und quasi gefühlt Free-Loot hast, ist natürlich auch kacke. Okay, das war knapp. Einen dicken Rucksack an. Ich glaube, ich habe ihn gekillt. Ja, ich habe ihn gekillt. Hat der uns gepusht vorhin? Na bitte, na bitte. Ich fange mal trotzdem an, so einen kleinen Rucksack mitzunehmen. Guck mal, da hinten lag auch einer. Ich glaube, den da hinten habe ich tatsächlich sogar mit gekillt. Aber ich will eigentlich da hoch. Jetzt haben wir einen großen Rucksack, das passt schon. Gehen wir mal hoch. Habe ich die vorhin gelootet? Da hat der mich doch vorbeigelatscht, oder? Naja, zumindest Nägel haben wir eine Packung. Mindestens ähnlich, wie es bei mir halt wäre, ne? Wenn ich jetzt Kimme Korn schieße, dass ich halt dann schon durchaus eher Probleme habe, auf größere Distanzen zu schießen. Also wenn das für die halt auch gilt, wäre das schon gar nicht so verkehrt. Aber wenn die dich hart wegsnipen, obwohl die dich einfach de facto gar nicht sehen können, ja, ist schön. Aber ich bleib auch dabei, ja, das gilt auch für Tarkov. Lieber zu schwer und dann nach unten justieren, als zu leicht. Oh, vielleicht finden wir ein paar Pekernüsse. Als zu leicht. Ja, und dann
wird das Spiel halt zu schnell langweilig. Das ist halt, finde ich, sogar echt noch schlimmer. Tja, das ist eine andere Base. Da müssen wir nicht hin. Wir müssen diesmal zu dieser Bestie hier nach oben. So, hier hoch. Zatteli, 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 die. Und da müssen wir hier rein. Da gibt es sogar ein Exit irgendwo. Laderuckler? Wahrscheinlich sind jetzt die Bots gerade gekommen. So, da ist die Mauer. Da müssen wir ran. Und dann einmal irgendwie mitten ins Zentrum rein und dann mal schauen. Hallo. Fettuccinos. Das hat schon mal gesessen. Klang so, als wenn einer mit einem... Mein Rick ist auf Null. Fuck, was? Das hätte einer irgendwie mit dem MG runtergeballert. Ich hab ihn. Müsste ihm Heller gegeben haben. Das heißt, vielleicht kann ich seine Weste nutzen. Was mich da aber voll beschossen hat, klang irgendwie härter und größer. Ja, wie irgendwie ein Stand-MG oder sowas. Ziemlich mal kurz hier rein. Mir so ein bisschen in Deckung umzubauen. So, schmeißen wir die mal raus. So, können wir auch anders machen. Meine ist ja eh so gut wie leer. So, weg mit dir. Und her mit dir. Guck mal, da ist freundlicherweise sogar noch ein AK-Magazin mit drin. Ist das nicht nett? Ah, guck mal, genau, wir haben hier Slots dran. Das heißt, so eine Taschenlampe, wie die wir vorhin gefunden haben, hätten wir unseren Helm packen können. Spaß beim Einkaufen, Kapuzan. Irgendwas Dickes muss mich getroffen haben. Der hätte quasi instant meine ganze Weste zerschossen. Plus noch den ganzen Rest. Also plus, als ich noch Schaden bekomme. Danke dir auch, Kenji-Bot. Für dein Follow, danke sehr. Echt ein Sniper, ja. Aber es war auf jeden Fall auch Autofeuer mit dabei. Vielleicht haben wir aber auch zwei geschossen, ne? Aber es hat wehgetan. Aber nicht mehr sicher. So, wir haben eine Quest. Oh, ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Munition und ein Visier. Nicht das allerbeste Visierchen, aber immerhin haben wir eins. Nice. Man kennt sie. Ist der erste Eindruck. Ganz gut im Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Spiel kostet nämlich nur aktuell 13 Euro.
Leute von Days Gone, also ich rechne nicht gestern mit dem 50er Kaliber weggeballert habe, ja. Leute von Days Gone kriegen aber auch deutlich weniger mit. So, hier ist ein guter Spot, da können wir eben nochmal kurz drauf schauen. Okay, also es ist wirklich ziemlich zentral drin. Wir sind jetzt noch hier, das heißt, ich muss hier noch so rum. Eigentlich wäre es wahrscheinlich schlau, wenn ich versuche, hier lang zu gehen. Ich will natürlich schauen, ob das ein Sniper ist, weil wenn es einer ist, hat er eine Sniper und ich... hätte natürlich die ganz gerne. Hier war er vorhin. Scheint nicht mehr da zu sein. Hey, get over here. We got Fang. Sag mal, spawn die? Also ernsthaft, kann es sein, dass die spawnen? Ich habe jedenfalls gar nichts von dem gehört. Dann war er da. Unser Rick lebt noch. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe, glaube ich, ein bisschen gelitten. Geh mal, ich fange mal an, hier nicht zu geizen. Ich werde ihn mal direkt hochheilen. War noch Quick, wow, Quickus. Das ist der nächste Tarkov-Killer? Naja, komm, ne? So häufig die Tarkov schon gekillt wurde, brauchst du da gar keinen mehr. Ja, so ähnlich. Nee, nee. Ist aber tatsächlich nur PvE, ne? Das ist Q-PvE. Oh, schön. Was halt, wie gesagt, so mein größter Kritikpunkt bleibt. Frage ist halt, ne, das wäre so eine interessante Sache, ne? Würde man Tarkov auch spielen, selbst wenn Tarkov auch nur ein PvE-Spiel wäre? Also auch Coop und so, ne? Schon mit Freunden zusammen, aber wenn es dort gar kein PvP gäbe. Das sagen? Wahrscheinlich eher nicht. Aber 13 Euro sind 13 Euro. Es bleibt auch so, ja, ja. Das ist ein Coop-Spiel, Vikus. Das ist so geplant. Das soll halt auch wirklich für die Leute sein, die so ein bisschen Bock haben auf Tarkov und ein Tarkov-Erlebnis, aber nicht unbedingt auf PvP dabei Bock haben. Quickbus, 13 Euro. Motherboard? Boah, gleich zwei Stück? Geil. HDD. Uiuiui, aber große HDD. Größer als das Motherboard. Magazin für die... Graphics Card. So schnell kann's gehen. Hier findet man die endlich auch mal ein bisschen schneller. So, ich müsste, glaube ich, das Ding jetzt hier... Nee, kriege ich leider nicht mehr dran. Aber das ist ein Flashlight. Na, und man sieht doch, man kann es irgendwie befestigen. Warte mal. Das sieht ziemlich universell aus. Ja! Zwar nicht ganz geil, weil ich nicht mehr so gut dran vorbeischauen kann, aber... Wie aktiviere ich denn das Ding? Mit T. Ja, cool. Trotzdem. Ja, Loot gibt's hier grande. Sondern wir müssen immer noch hier durch. Aber hier scheint es eine Art Tunnel zu geben. Eine Skybridge. Ja, guck mal, dann sieht sie sogar da oben. Mal schauen, ob wir die bekommen können oder nicht. Sieht nicht so danach aus. Die müsste hier oben irgendwo mit dran sein.
Ich sehe, doch, hier geht's weiter nach oben. Versuchen wir es doch mal. Einen Markt gibt es irgendwie, ja, aber ich glaube... Achso, du meinst einen Markt für diese Art Spiele, oder wie? Das ist doch ein Klisch, oder? Es ist ein Klisch. Sehr geil. Mal gucken, ob man das auch noch umschalten kann. Warte mal, jetzt nehme ich mal die Taschenlampe runter. Naja, rein theoretisch wissen wir ja, können wir ja alles machen. Jetzt müsste eigentlich kann ich auch... Kann Klisch auch noch mehr. Eigentlich auch Taschenlampe, ne? Aber was soll's. Also man merkt es auch wirklich, wirklich ganz krass, dass es exakt in diese Richtung will. Also auch wirklich, weil so ein bisschen von Tarkov die Leute wegziehen will, die zwar einerseits Bock haben auf Tarkov, aber wirklich nicht, gar keinen Bock haben auf den PvP-Part. Das ist wirklich an ganz vielen Ecken und Enden, auch so Oberflächen und irgendwas halt wirklich aussehen wie bei Tarkov. Also das ist schon sehr eindeutig, was sie da vorhaben. Delta-Rucksack? Ah ja, nee. 336er haben wir ein bisschen was dabei. Warte mal, wir können die ja hochstacken. 120 Kugelstacks, sage ich nur, ne? Also... 1:0 für Incursion. So, jetzt sind wir auf jeden Fall schon mal im richtigen Gebäude. Oh, dickes Ork-Magazin. Was ist das denn? Adrenalin-Injection. Eieiei. Ja, ich sag mal eher nee. So nicht. Okay, das müssen wir also wieder runter. Tja, was nehme ich da jetzt hier vor mit und was nicht? Ich pack, schmeiß mal die komische Toolbox weg. Warte mal, wenn ich den so mache? Ja, cool. Ich glaube, eine Taschenlampe brauche ich nämlich eher. Jetzt hier irgendwo zentral drin müssen wir das finden. Noch mehr Benzin. Ich weiß gar nicht, wie wichtig das ist, ehrlich gesagt. Wir haben uns also schon mitbekommen. Mehrere Leute. Okay. Was? Okay. Was? Die haben mich doch, also ich hab's ja gehört, aber die waren auf der anderen Seite der Wand. Die haben mich, glaube ich, gerade durch die Wand abgeballert. Ich glaube ja fast, dass der schwere Schwierigkeitsmodus bei der KI nicht das Beste ist, was du machen kannst. Von wo auch immer. Nee, ich hab's ja gehört, ich konnte es zuteilen. Unter mir links war das. Da wo ich hab noch zur Treppe geschaut, weil so ungefähr in die Richtung. Aber uiuiui, also da müssen sie recht schnell ran. Also...
Was ganz cool ist, dass du hier spectaten kannst, ne? Wenn deine Mates noch dabei sind, dann kannst du wenigstens denen irgendwie noch zuschauen. Ach, das ist doch ärgerlich. Das Hauptanliegen in Tarkov ist ja, den anderen den Tag zu versauen. Und ohne PvP macht es ja keinen Sinn. Es gibt hier Teamkill. Quickboss, so ist es nicht. Teamkill hast du hier. Ich würde sagen, ich gehe mal eins runter. Ich will nicht durch Wände weggeschossen werden und irgendwas dergleichen hier. Das muss jetzt ja auch nicht sein. Na toll. So. Waffe haben wir. Ich hatte gerade ein Visier. Ich glaube es nicht. So. Den Rest holen wir uns schon irgendwie, oder? Hier, komm. Absoluter Minimalismus. Geht. Passt schon. So, mal gucken, ob wir jetzt immer noch eine Quest machen können. Bleibt's dabei eigentlich? Genau, Intel, also wir müssen da weiter rein, da wo wir gerade waren. Na, machen wir das mal. Nicht untrack, track, so. Deploy. Warte mal, bevor wir was machen, das hatten wir übers hier rüber gemacht. Gehen wir mal wieder auf normal. Ich kann mal schauen, was bei Custom so dabei ist. Ah ja, jetzt geht's los. Reaction Time. Die Reaction Time darf meinetwegen recht schnell sein. Range. Perception Range Lost. Auf welche Distanz hätte ich mitbekommen? Skaffrone, Fassung und alles. Ja, so ungefähr. From Zero to Hero. Ja, so ein bisschen jetzt schon. Da würde ich sagen, gehen wir mal ein gutes Stück runter. Spy. Das ist schon ziemlich ausgefeilt. Was ich ganz gerne halt hätte, ist, yo, ne? Kein Wallhack wäre schon ganz. Ich stell's mal auf mit Gedöns und so, dann gucken wir einfach mal. Ja, ein bisschen noch was sehen und so, dann hoffen wir, dass es so ein bisschen besser klappt. Aber ja. Ich erinnere mich aber auch daran, ja, bevor jetzt hier irgendwie, ne? Ich erinnere mich daran, dass ich von Tarkov, von Scuffs bzw. von Guards gekillt wurde, die aus der Wand vor mir aufgetaucht sind. Die einfach im Fortress bei Customs aus der Wand rausgelaufen sind. Gibt's Scuff-Runden? Nicht? Ist jetzt nicht gesehen. Ah, doch, es gibt sowas Ähnliches. Das können wir sogar mal rein theoretisch machen. Ich kann bei Loadout nämlich Provided machen. Mal gucken, was passiert. Das werde ich nie vergessen. Wie heißt er nochmal bei Custom? Ist es Rishala? Mit seinen Guards, der einfach vor mir vor der Treppe aus der Wand rausgekommen ist. Dort denkst du, jupp. Alles klar. Bin die eine Treppe hochgelaufen und auf einmal vor mir aus der Treppenwand sozusagen sind dann irgendwie so zwei, drei rausgemorpht. Das war schon ganz crazy. Schaut mal. Jetzt habe ich tatsächlich so eine Art Minimalausstattung, die besser ist als das, was ich gehabt hätte, wenn ich selber reingegangen wäre. Ja, wie immer. Frag mich halt eben gerade, ob man wirklich konsequent durch Wände durchschießen kann. Was ja okay wäre, ne? So ein
so eine dünne Wellblechwand, da kannst du durchschießen. Ja, das ist ja okay. Also, ne? Ich frage mich gerade, inwiefern, also was davon Bug war und was davon halt nicht. Man hat ja auch gehört, was sie gesagt haben. Also, die haben mich ja schon durchaus auch mitbekommen. Ne? Und rein theoretisch kannst du ja schon sagen, wenn ich jetzt hinter einer Wellblechwand stehe und ich höre, dahinter bewegt sich einer. Und dann fange ich da an durchzuholzen. Ist ja durchaus möglich. Ja. Sein. So, da wären wir. Zwei Vorteile sehe ich hier auf Anhieb schon mal, ne? Weil du halt kein Matchmaking hast, also, ne? Weil halt du nur allein unterwegs bist. Beziehungsweise halt mit deinen Mates, die Wartezeiten sind schon mal, bis du in der Runde bist, deutlich angenehmer, nämlich quasi nicht da. Und halt Spectation, ne? Das würde ich mir bei Tarkov so sehr wünschen, wenn sie das mal endlich hinkriegen würden. Wenn ich mit dem Team reingehe und draufgehe, dass ich so lange halt meinen Mate zuschauen kann. Dann dadurch zumindest halt noch mitfiebern kann und so. Das wäre schon echt ganz cool. So, da wären wir wieder. Ein Visier. Brauchen wir nur noch andere Abdeckungen oder irgendwas, dann geht das auch. Ja, aber ich bleib dabei. Jetzt achtet man natürlich sehr, sehr stark drauf, weil es halt so das Spiel jetzt hier neu ist, aber das, was ich anfänglich schon mal meinte, ne? So eine Kalibrierung von KI, vor allen Dingen, wenn sie halt sehr schwer sein soll, ist eine mordsmäßig schwere angelegt. Da bin ich auch felsenfest von überzeugt, dass man da eine ganze Menge an Geduld mitbringen muss und verzeihen können muss. Wenn sie mal in die eine oder andere Richtung irgendwie übers Limit rausschlagen, weil das ist wirklich nicht einfach. Wetter nicht. Wir sind aber schon mal auf der richtigen Fährte. Ich auch alles nicht unbedingt. Guck mal, das können wir mitnehmen. Nochmal 19, Reiterwitsch auch, aber hey. Frag mich, ob ich jetzt den Stuff behalte, ne? Den ich jetzt hier so als Standardgedöns mitgenommen habe, bekommen habe, weil das, was wir am Anfang in unserem Stash hatten an Waffen, ist ja genau das gleiche, was ich jetzt auch so dabei habe. Also, dann würde es prinzipiell gesehen am Anfang ja gar keinen Sinn machen, das Zeug überhaupt zu nutzen, was du wirklich im Stash hast. Beziehungsweise könntest du den Stuff ja doch noch einfach straight alles verkaufen und dann gehst du einfach nur mit dem vorgefertigten Zeug rein. Also, da. Ich kann mir vorstellen, dass du vielleicht alles behältst, bis auf das, was du gestellt bekommen hast oder so. Das heißt, schön Muni rausrotzen. Und immer schön dann die ganzen Magazine austauschen. Ich glaube aber, so genau werden sie es einfach nicht nehmen. Und das ist auch okay. Bang, over here. I might have got...
Mist, wir haben ihm den tollen Helm zerschossen. Hohohohohoho. Was habe ich denn da Feines? Ja, sauber! Es hat auch gepasst, ne? Also den hier, der hier stand, den hatte ich nicht gehört, aber ich war ja auch draußen. Den hier habe ich gehört. Ich schätze mal, den Schuss, den ich noch von draußen bekommen habe, war der, den ich jetzt am Ende noch versucht hatte zu beschießen. Cool. Hab nicht allzu viel Muni, also müssen wir auf Dauer schon mal ein bisschen gucken. So, gucken wir mal drauf, wo sind wir denn jetzt? Ach, diesmal ist es da vorne. Ach, das ändert sich. Okay, das heißt, ich muss sogar hier raus. Dann so ganz leicht rechts. Fühlt sich aber so mit der Einstellung der KIs tatsächlich sogar angenehmer an. Nicht jetzt vom Fight an sich, der darf ruhig auch wieder schwerer sein, aber ich will halt auch mal jemanden überraschen können, so nach dem Motto. Das muss doch schon mal drin sein. Hm. Ah ja, warum nicht? Nehmen wir mal mit. Gehen wir da leider nicht mehr ran. So, irgendwo dann hin nach vorne müssen wir. Über das Menü können wir wahrscheinlich am Ende auch Laserleitung so umschalten. So sicher, ob ich das besser finde mit der Magnifikation. Ziehen wir mal eben eine Kleinigkeit zurück. Werde mich mal ein bisschen heilen. Boah, ich habe gar nichts zu heilen. Die haben auch schön an meiner Rig vorbeigeschossen. Das ist alles noch auf 100%. Frechheit. So, schön offen looten. Hat nichts. So ein bisschen Medic-Stuff wäre schon ganz geil. So ein, zweimal Painkiller würde ich... der hat ein dickes Magazin. Würde ich ja grundsätzlich nicht nein sagen. Ohohoho. Und nochmal ein Visierchen. Schön. 105er Helm hat er dabei. Das ist jetzt meine. So schnell wie du hier aber auch nachstacken kannst, könnte ich rein theoretisch bei einem 60er Mac bleiben, mir das ranklatschen. Und dann passt das schon irgendwie so, ne? Dann nehme ich den hier und den hier und den hier und den hier. So, alles klar, wir sind im Rennen. Jetzt müssen wir nur noch gucken, wo zum Deibel. Was ist das komische Intel-Zeug? Was ist ein Lurk-Monster? Wie sieht das aus?
Hatte ich da nicht schon reingeschaut? Guck mal, einmal Benzin. Kann man einen Marker auf der Map setzen? Middle Mouse, du kannst pingen, ja, ja. Tatsächlich schon. Oh oh. Das ist hier dran, aber auf der anderen Seite. Ah. Nee. Warte mal, vielleicht muss ich es hier nur hinbringen. Ja, ja. Jetzt habe ich es zwar ein bisschen kaputt gemacht, aber da stand es, glaube ich, ganz kurz Place Container hier. Das heißt, ja, ne? Mission Intel, collect this item. Ah! Okay, wir müssen ein bisschen, klitzekleines bisschen woanders hin. Okay. Ja, dann. Gehen wir mal. Da müssen wir es reinschmeißen. Darkov ohne Wiki wird zu können. Also allzu. Oh. Allzu häufig habe ich jedenfalls noch nicht das Tarkov-Wiki genutzt. Dafür habe ich den Quickben. Xorox, rüber. Ja? So, in die Richtung da hinten muss ich. Da habe ich schon zwei Trommelmagazine. Und sogar ein dickes Visier. Jetzt fehlt mir noch der Charlie-Found vorhin, den wir hatten. Dann hätten wir hier, glaube ich, schon eine richtig geile Waffe mittlerweile. Man die roten Fässer wohl auch explodieren lassen kann? Muss ich doch gerade sagen. Müsstest du als Streamer nicht unser Carry sein? Hä, was? Nein. Ich spiele viel mehr Spielerfahrung. Ich bin doch ein Variety-Streamer. Wenn du gecarried werden willst von mir, dann müssen wir PUBG spielen. Oder Total War Warhammer 3, Quickus, da können wir gerne drüber reden. Battlefield würde ich jetzt mich auch noch weit aus dem Fenster lehnen und sagen, da bin ich gut dabei. Wo ich ja diesen Wipe bei Tarkov ja gar nicht so schlecht dabei bin, ne? Man merkt schon so ein bisschen, das konstant hohe FPS da durchaus einen gewissen Vorteil bringen. Also, kann kein Zufall sein. Ich meine, jetzt habe ich mittlerweile in einem neuen Wipe ja auch meine 100 Stunden mittlerweile mit Sicherheit schon gesammelt. Und habe eine Survival Rate von was? 65% oder sowas? Schon ein paar Leute auch mal weggezwiebelt. Also, von ich komme mit Ach und Krach so auf 60 FPS und in Fights oder je nachdem welche Map auch nur mal so 40. Bis hin zu jetzt eigentlich ziemlich konstant meine 120, 130 FPS. Und zwar mega konstant. Merkst du schon so einen gewissen Unterschied? Wer hätte das gedacht? Ja, siehst du, bei PUBG hat es schon funktioniert. Müssen wir noch Total War spielen? Dann vielleicht auch. So, wir müssen da runter. Tatsächlich ist sogar relativ weit am Anfang durch. Ich sage mal gucken, dass wir hier so reinkommen. Da müssen wir uns recht gut orientieren können. Ich hätte so gerne Sniper. Das wäre voll geil. Ich habe gar nicht volles Leben. Das ist nicht so geil. Ich glaube, ich habe mich festgestackelt. Ja. It's stuck? Ist eine Konsole?
Okay, ich hab's nicht besser gemacht. Ja. Ist natürlich jetzt Arsch. Oh, ich hab grad so schöne Zeug. Tu das nicht. Das steht richtig geile M4 hier. Trommelmagazin, geile Visiere. Ich will hier raus. Ach komm schon. Naja, gut. Over. Und stille Lippe, ja. Spiel kaputt gemacht. Ja, der Fußklepper. Das ist auch eine gewisse Art von Booby Trap, in die wir hier gelatscht sind. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, wir sollten wohl mehr auf den Straßen bleiben. Nein. So ein geiles Visier. Och, Ärgerlich. Och, ist das. Ist nicht irgendwie eine Art von Stuck? Komm schon, tu es. Robin, geht nicht. Jetzt kann ich nicht mehr springen. In jedem guten Half-Life-Spiel beziehungsweise Mod einfach Stuck eingeben, dann wirst du einen halben Meter irgendwie nach links oder rechts erstmal versetzt. Das ist der Recoil, nur mal so nebenbei. Ich halte mal nicht gegen. Ist da, aber ist jetzt nicht extrem dramatisch. Ich würde sagen, Quiet Hideout. Och, ärgerlich. Aber so ist es definitiv schon mal besser. Aber dann machen wir mal eine andere Quest gleich, würde ich sagen. Dann können wir wenigstens mal da was anderes machen. So. Track. Place Intel. Nee, warte mal. Nee, Mann. Ist trotzdem Intel Place. Na gut, ist egal. Nehmen wir mal den hier. Oder sieht das, was wir dafür bekommen, irgendwie nicht so geil aus? Das sieht schon besser aus. Ich nehme das hier. Was bekommen wir denn für so eine Challenge? Ah, guck mal, da können wir sogar ein paar mehr mitnehmen. Danke dir, The Diktor, für dein Prime-Abonnement. Vielen Dank für die 2 Monate. Danke, wünsche dir viel Spaß. Das wünsche ich dir auch. Vielen lieben Dank. Und moin. 5 Kills mit Headshots. Sell to Vendor, prep the meal 3 times. Okay, wir brauchen 3 Mal Essen, können wir mit rausbringen und verkaufen. Ach, das klingt doch schon ganz cool, ne? Dann machen wir das doch mal. Erst bei Ground Zero. Meine Güte, Lazy, was war denn jetzt wieder Ground Zero? Habe ich das gespielt? Kenne ich den? Wer ist das? Collect this item. So, machen wir das doch mal. Flugzeugmission. Das Spiel ohne Recoil. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja.
Das war traurig. Das war echt schade. Bei dem Spiel. Bei dem anderen. Weil. Das war gut. Aber einem Hardcore-Shooter einfach gar kein Recoil. Das war komisch. So, hier hinter müsste das ja ungefähr sein, wenn es am selben Spot ist wie davor auch. Ist es nicht ganz, aber es bleibt auf der linken Seite. Wollen wir es nicht mal hinter so einem MG-Klemm hier oben? Put. Aber ich gehe vorher mal den Turm hoch und schau mal. Man hat alles echte Menge mit Craft in der Arm. Ich habe selber noch nicht in echt geschossen. Wie gesagt, auch nicht allzu heiß drauf. Aber von dem, was ich da so gehört habe von Leuten, die es schon echt gebannert haben, sollte schon was vom Recoil spüren. Witziger, moin, Melberg. Witzigerweise von der Schrotflinte gar nicht so viel. Also ein Kumpel von mir, der Polizist ist, der auf eigene Kosten halt Schussübungen und so macht dann, ne, in einem Verein, weil die ansonsten von der Polizei aus nur Lasertag spielen. Yay. Kein Spaß. Deswegen übt er quasi auf eigene Kosten. Er meinte, Schroti ist tatsächlich gar nicht so krass. So ein AK im Autofeuer soll sehr kacke sein. Das Lager sieht cool aus, oder? Ah, das ist schon ziemlich offen. Der lohnt sich nicht. Auf der Seite muss es eigentlich sein. Gehen wir mal ein bisschen hier an den Rand dran und schau mal rauf. Okay, ich muss noch ein gutes Stück durchlaufen. Hier bin ich an der Halle dran, an der Halle vorbei. Hier sind, glaube ich, so zwei Container oder sowas. Hier reingucken. Es ist dunkel. Aber ich sag mal, ne, so außerhalb der Mission so ein bisschen looten, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt was gegen. Aber hier so ein paar Kleinigkeiten. Zum Beispiel Duct Tape. Yeah! Also richtig dicke ist das hier alles nicht. Da, Motherboard, Graphics Card. So, versuchen wir mal, das hier alles zu machen. Mit Kopfschüssen soll ich 5 Leute töten. Und wir müssen Essen rausholen. Dafür wäre so ein Visier natürlich auch recht vorteilhaft, präzise zu killen. Gut, Container, aber das ist nicht das, was sie von mir wollen. Ich glaube, das soll wirklich schon diese MRE sein. Ich glaube, die hieß so ähnlich. Schuss. Spaß im Lurk, Lazy. Aha. Intel haben wir.
So, und jetzt müssen wir hoch, ne? Genau. Jetzt müssen wir dahin. Das heißt, ich schaue mal, ob ich jetzt hier vielleicht irgendwie hochkomme. Ja, von den Felsvorsprüngen, da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen besser aufpassen. Ich will wieder ein Visier. Ich kann... Hier, ich glaube, die wollen sie von mir haben. Also zwei safe, vielleicht sogar schon drei Kopfschüsse. Vielleicht kann man das ja sogar nachschauen. Vielleicht hier? Ja, Challenges? Zwei Kopfschüsse haben wir bis jetzt schon. Novendo. Aber an der Verteilung an Gegnern hat er auf jeden Fall was geändert. In der Demo waren es wirklich mal Gruppen von 4, 5 oder so, die hier durch die Gegend gelaufen sind. Na? Was hat er? Hat er was Spannendes? Ne, hat er nicht. Ich glaube, der hier vorne rechts. Ist der Kopfschuss? Der hat einen dicken Rucksack an. Ich glaube, den sollten wir uns mal ein bisschen genauer anschauen. Sind noch andere Spiele unterwegs? Moin, Donchan. Nee. Das ist PvE. Das ist ein reines PvE-Spiel. Da, sehr schön. Aber das kannst du halt im Coop spielen. Ja, also Mitspieler sind möglich, aber ansonsten Gegner nur KI. Kurzfassung, Leute, die Bock haben auf EFT, aber keinen Bock haben auf PvP. EFT ohne PvP. EFT ohne PvP, das ist es. Wenn du das willst, dann ist das hier dein Spiel. Und es ist natürlich auch noch ein anderes Setting, das darf man auch nicht vergessen, aber ja. Komm schon, du hast doch sicher eine Sniper dabei. Nee, eine MP. Yay! Hast du gerade mal gekauft? Naja, ne, es ist halt auch günstig. Da muss man auf jeden Fall, muss man auf faire Weise auch mal dazu sagen. Also, ne, 13 Euro sind halt auch nur 13 Euro. Die dicken Kisten da looten? Nee, ich will nicht extracten. Wir haben noch was zu tun. Treibt hier mal nicht. So, allzu viele Kopfschüsse. Ah, habe ich das gehört? Oder war das mein eigenes Zeug? Ja, ich glaube, das war ich selber. Allzu viele Kopfschüsse brauchen wir nicht mehr. Dann wären wir mit den anderen Quests durch. Frage ist halt, ob er die überlappend nimmt oder ob ich dann insgesamt noch ein paar mehr killen muss. Nee, jetzt zieht's überlappend. Zwei Stück brauchen wir noch. Da ist jemand. Und der hätte gerne Wasser. Zwar kein Wasser für ihn. Also. Ja, guck mal, das hat sich gut angefühlt. Na? Der hat mich nicht gecheckt, dann hat er mich gesehen. Und hat geschossen. Das hat sich richtig angefühlt, als hätte er mich... Oh, er sieht mich. Scheiße, los geht's. Das war schön. Ist der hin? Sein Mate habe ich.
Hallo. Dude. Ich brauche noch Kopfschüsse. Ich habe jetzt keinen Bock nochmal durch die ganze Base zu latschen. Wahrscheinlich ballert er mich ab, sobald ich seinen Mate loote. Richtig Tarkov-Style. So, Manor Lords oder Bulwarks sparen. Dann würde ich dir definitiv Manor Lords empfehlen. Pickus. Aber keine Sorge, ich werde es für dich noch ausgiebigst spielen. Es war ja schon ab Freitag. Und das ab 16 Uhr. Das ab 16 Uhr. Und? Ach so. Naja, naja. Naja, aber bleib ja dabei, Quickus. Wenn du nur für eins von beiden sparen musst, musst du nicht so lange sparen. Ja? Scheiß drauf. Wenn wir wenigstens mal kurz reingeschaut haben. Oh, 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 oh. Geht nicht? Shit. Aber bessere Handguard ist trotzdem dabei. Da können wir zumindest mal ein Laserlight oder so anbringen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo der zweite war, der auf mich geschossen hat. Ich glaube da. Jetzt bin ich mir sicher. Das müsste ein Header sein. Also eigentlich müsste es jetzt so langsam aber sicher mal durch haben. Die beiden Mini-Quests sozusagen. Warte mal, hat er nicht die bessere Rig? 140er V4 sogar. Aber natürlich, natürlich. Vermeck zerstört. Komm schon. Hab was Geiles. Nee, nee. Der hat einen anderen Pistolengriff. So, ich muss auf jeden Fall da nach oben. Da gehen wir jetzt mal hin. Wir wollen ja die Quest auch irgendwann mal auch schaffen. Sogar rein. Alte Röhrenbildschirme. Geil, geil, geil. Immer safe Duct Tape mitnehmen, das Beste. So, nee, nee. Ich denke mir, wir fokussieren wir uns ein bisschen auf die Quest. Mal schauen, ob ich hier irgendwie so weit hochkomme überhaupt. Oder ob ich jetzt ein gutes Stück außenrum gehen muss. Bin so mordsmäßig hyped auf Manor Lords am Freitag. Da freue ich mich schon so sehr drauf, das glaubt ihr gar nicht. Hat jetzt eigentlich die Quest durch? Die Header-Quest? Die müsste doch durch sein, oder? Hä? What? Ich habe nur einen weiteren Kopfschuss seitdem gelandet? What? Hat es sich aber anders angefühlt. Schade. Den Türmen, die wir vorhin hatten, da hatte ich immer mal wieder auch Kistchen noch drauf gefunden.
Weiter klingt ewig weit weg. Wir reden schon von morgen, oder? Morgen. Zwar um 16 Uhr, Quicko. Hier hatten wir es, ne, in der Demo. Hier sind immer wieder dann wirklich so Truppen durch die Gegend gelatscht. Weißt du, wenn du wegschalten musst, zu spoilern? Hä? Kannst du doch gar nicht spoilern. Aber ich... Eigentlich hast du das auch nicht ernst gemeint. Schon so. Cool. Der muss schon Munition nachstecken, wenn er ganze neue Magazinchen hat. Okay, und ich glaube, wir müssen außen rumlaufen. Wenn ich es richtig verstanden habe, zumindest jetzt auch noch in der Early, gibt es ja nicht so richtig eine Kampagne. Und es ist ja eigentlich eher so ein Stück weit freies Spielen. So ein bisschen sowas wie Richtung Total War oder so, ne? Du hast ja dann quasi ein Szenario, in dem du eine Rolle übernimmst. Aber das ist ja dann schon ein bisschen Sandbox-Style. Also scripted ist da ja, glaube ich, bis auf Events so gut wie gar nichts. Was ja auch ganz gut ist. Ich meine, Kampagne und so wäre schon ganz geil. Ach, von dem, was da ja auch so kommen soll insgesamt Richtung Mandalorians, fände ich auch Multiplayer ganz geil. Im Kooperativen vor allen Dingen. Geil wäre das denn bitte, wenn jeder da so sein Dörfchen und sowas alles irgendwie so aufbaut und man dann auch miteinander tradet. Oder wenn es dann in den Krieg geht, da gibt es ja richtig, ne, so TV-Style auch Kämpfe. Die Banner sich verbinden. Sag, da muss ich eigentlich irgendwann in einer gewissen Zeit auch raus? Ich glaube nicht, ne. Sonst hätte ich, glaube ich, auf Dauer ein Problem. Eltrödelig ein bisschen. So ein klitzekleines bisschen. So, da wären wir. Ich glaube, ich habe ihn, aber ich muss mich auf jeden Fall heilen. Wir haben schon wieder an meinem ganzen Stuff vorbeigeballert. Könnt ihr mir mal aufhören, mir in die Arme zu schießen? Noch ein Viertel ungefähr. Aber trotzdem, das fühlt sich jetzt wirklich angenehm an. Er hat sich auch erschreckt, richtig. Shit! Und dann ging's los. Ich glaube, der hat gesessen. Ja, der hat gesessen. Was habe ich denn da Schönes? Das war's aber schon. Aber wir haben einen Charlie. Die Glock könnte ich nach wie vor eigentlich wegschmeißen, ne? Benutze ich so wie gar nicht. Aber auch so ein Stück weit im Vergleich zur Demo, es fühlt sich auf jeden Fall schon relativ fertig an. Ich meine, der Gesamtcontent ist nicht so richtig da, ne? Wir haben jetzt hier eine Map und so weiter, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Aber prinzipiell gesehen fühlt sich tatsächlich recht runter an. Es funktioniert alles. In den allermeisten Fällen höre ich auch richtig und so, ne? Passt. So, wo müssen wir hier genau hin? Ich muss nach links. Ein Header brauchen wir noch. Das heißt, ich muss auf jeden Fall noch was killen.
MP5 brauchst du für ganz andere. Nicht dieser. Das dürfte die Quest gewesen sein. Denn das war ein Heller. Ta-ta-ta-ta! War nicht gut geschossen. Schön daneben. Hat er sich gesneakt? Habt ihr gesehen, wie langsam der gelaufen ist? Er hat sich auch an uns rangesneakt, oder nicht? Schön. Hallo. Eine vollständige V4-Weste. Und ich glaube sogar das letzte komische MRE, das wir brauchten. 140 Rüstungspunkte. Geil, geil, geil. Bin gespannt, wie man die am Ende des Tages auch irgendwie reparieren kann oder so. Aber von allen Dingen, von allen Sachen, die ich bis jetzt gesehen habe, ist das die stärkste Rüstung. So, da wären wir. Ich bin fast dran. Ja. Da ist es, oder? Nee, ist es nicht. Fast. Das müssten wir ranbekommen. Oh, kriegst du sogar in die Glock. Naja. Nicht so ganz, nicht so ganz. Besser. Warte mal, wenn ich jetzt den hier mache. Ne, bleibt, ist nur ein Laser. Da ist es. Wo ist die Intel? Ich habe sie mitgenommen vorhin. Wie macht man das jetzt? Place the Intel in the Mark Container on the map. Das ist er. Wo ist die Intel? Ach ja. Oder? Ja, okay, okay. War nur versteckt im Rucksack, im Rucksack, im Rucksack, im Rucksack. Was ganz Geiles, wir haben jetzt hier... Wir haben hier sogar einen Ausgang. Hier ist noch was. Any water left?
Shani ist ja mal mega stark. Vorher haben sie immer darauf reagiert, wenn ich geschossen habe und so weiter. Das ist krass. Also, dicke Empfehlung, ne? Definitiv. Sobald du kannst, bau dir irgendwie einen Shani dran, nimm Shani mit. Das ist, glaube ich, bis jetzt das wichtigste Item. Da reagieren sie ja gar nicht drauf. Selbst die eben gerade, gut, keiner weiß ja nicht aus dem Rücken dann gerade so den Stand, die ich abgemurkselt habe, ne? Jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt hier mein Stuff bekommen habe. Jetzt müssen wir noch was verkaufen, um die andere Quest, glaube ich, noch zu vervollständigen. So läuft es, so wie ich es ein bisschen mir vorhin gedacht habe. Du kriegst Sachen gestellt, aber die haben dir quasi jetzt alles weggenommen. Oh, auch den Schalli und so. Och, nö. Alles geizig hier. Ach, schade. Jetzt habe ich auch die ganzen MREs nicht mehr, die ich eigentlich abgeben wollte. Das ist doof. Ich muss mal kurz aufs Klo, ich komme gleich wieder. Ich stelle euch mal kurz so lange hin, dann habt ihr hier so ein bisschen was zu sehen. Bis gleich.
Wieder da. Das bedeutet dann ja aber im Endeffekt so ein Stück weit, dass die Scuffer, klar, wenn du die Quests halt machen willst, aber müsst ihr jetzt nicht eigentlich nochmal eine Belohnung bekommen? Oder zählt das dann auch nicht? Receive, receive. Da kriegen wir unseren Stuff her. Okay, passt. Ich hoffe mal, der hat das jetzt irgendwie einfach den Stash geschmissen, weil am Mann habe ich jetzt nicht allzu viele Möglichkeiten, noch etwas mitzunehmen. Sieht schon so aus, als hätten wir irgendwie ein bisschen was bekommen. 5000 habe ich übrigens hier schon mittlerweile, ne? Also... bisschen Gear haben wir ja eigentlich auch, so ist nicht. Bisschen Cash haben wir auch. So, jetzt nehme ich mal die AK mit und der Rest müsste sich ja dann eigentlich gleich von selber lösen. Also es macht Spaß. Tatsächlich, also. Es fühlt sich halt so ein bisschen an wie, so ein bisschen wie gepimpte Scuff-Runden. Aber auch nur zum Teil gepimpt, weil halt vieles von dem, was bei Tarkov ja schon da ist, hier fehlt. Ne, Tarkov ist da ist viel weiter, weil es ja schon viel länger gibt. Also das Looten insgesamt bei Tarkov, weil es alleine viel mehr Sachen gibt. Es gibt Loose Loot und irgendwie und bla und Gedöns und ne. Und so, also das ist ja viel tiefer und so. Das, deswegen, ja, aber ja. Aber trotzdem. Nein, 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 nein. Oh. Hey, kann ich nochmal raus? Ja. Main Menu. Nein, auch nicht. Hideout. Aber jetzt, ich war wieder auf Provided. Also jetzt hätten wir wieder irgendwas gestellt bekommen. Dann kriege ich ja irgendwie die Sachen nicht so richtig raus. Das ist ja kacke. So, Custom. So, jetzt aber. Jetzt gib ihm. Quests haben wir drin. Richtig? Ich habe alles angenommen, was irgendwie ansatzweise ging. Kann auch einfach so leaven, ne? Bis zum Hauptmenü musst du nicht unbedingt. Nehmen wir mal kurz mal schauen, ob ich die richtige Quest angenommen habe. Nee, habe ich nämlich nicht. So, jetzt haben wir eine. Aber Challenges müsste ich drin haben. Genau, 3 Stück. Sell 5 Fuel to Vendor. 5-mal? Scheiße. Survival the Extract 3-mal. Okay. Und Prep the Meal müssen wir ein paar Mal finden. Das hier können wir mal rausnehmen. Einmal Meal. Guck mal, die überschneiden sich. Die sind so ein bisschen random. Also ein bisschen die Dailies sozusagen. Ja, passt ja. Also, jetzt aber Custom, Deploy und hau raus. Ich will eine Sniper. Das hätte ich gern. Ready, ready. Gib ihm, gib ihm. Mal gucken, ob die bei Nacht auch anders sich verhalten als bei Tag. es geht wieder los. Ich auch. Ich hoffe mal, es wird auf Dauer noch ein bisschen heller. Es ist halt jetzt wirklich sehr früh. Ta-ta-ta-ta! Na gut, ich sollte versuchen, demnächst nicht unbedingt in den Kopf zu ballern. Aber wir haben zumindest schon mal eine Rig. Warte mal, die MP5 SD kann ich ja mitnehmen. Auf dem zweiten Slot geht ja nur eine MP.
Und... ja, der Helm. So, wir gucken mal. Wo müssen wir diesmal hin? Wir müssen hier die Bugs verteilen. Hier ist der Container dazu. Soweit, so gut. Ich brauche aber einen Rucksack, um die überhaupt mitnehmen zu können. Den müssen wir uns erstmal besorgen. Sieht man irgendwo die Ingame-Zeit? 4:09 Uhr. Bleibt die dabei? Dann gehe ich da vorne direkt wieder raus. 4:10 Uhr. Nein. Uiuiui. Das heißt, es wird noch ein bisschen dauern, bis es richtig hell wird. Wir können ja mal die Straße hoch. Ich brauche erstmal einen Rucksack. Und die hatten ja leider nichts. Ich gehe erstmal die Straße hoch und vielleicht haben wir Glück und finden noch irgendwie einen. Ich abmurksen kann. Ich war generell gespannt, ob die MP5 was kann. Ich weiß gar nicht, ob ich in der Demo damit der geschossen hatte. Was war das? Brennt was? Das ist also zwischendurch aus dem Mündungsfeuer. Ja, das ist geil, die brauchen wir. Aber, ne? Kiste können wir uns schon mal merken. Das sind die drei, die wir brauchen, um gleich zwei Quests zu absolvieren. Tja, ne? Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Rucksack. Da kommen wir nicht drum rum. Also gehe ich weiter bergauf und ich hoffe mal, dass wir hier irgendwo noch einen sehen. Warum ist ja nochmal dieses kleine Mini-Lager gewesen? Da hatten wir vorhin ja auch so ein, zwei. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber dazu jetzt auch noch Silent, ne? Deswegen habe ich mal eben die MP5 rausgeholt. Ist doch gar nicht mal so schlecht. Hallo. Ist da wer? Bitte. So hart wie jetzt der Unterschied ist, ne, wenn jetzt die Wüstenluft nicht mehr da ist. Es sah heute früh echt wieder so aus. Wir hatten echt Lust. Ach, das, boah, ne, werden wach, die Sonne scheint. Oh, auf dem Balkon frühstücken. Ich schaue auf mein Handy. 4 Grad. Und die letzten Tage in kurzen Sachen geschwitzt. We didn't cause that crash, did we? Wenn der mal keinen großen Rucksack dabei gehabt hat. Immer noch Uwe Dampf. Moin, moin.
Helm kriegen wir leider nicht. Aber einen dicken Backpack. Und nochmal so eine SL-Weste. Nicht verkehrt. So, jetzt aber zurück. Wir müssen ja noch unsere Sachen abholen. Und ich muss noch dreimal diese komischen Meals mitnehmen. Ein langer Weg für den Rucksack. Ich habe auch echt Pech. Normalerweise kriegst du die ja wirklich ganz gut. Aber jetzt haben wir auch gleich den dicksten Rucksack. Also, das Schicksal gibt und nimmt und nimmt und gibt sowieso. So, wie spät haben wir es jetzt? Ist die Frage, wann es hier jetzt hell wird. Na, jetzt haben wir 4.39 Uhr. So langsam. Bisschen Glück. Wird es dann vielleicht auch mal irgendwann hell. Jetzt nehmen wir mal eben den Stuff noch mit. Schade, dass man hier in die Westen nicht auch irgendwie ganz normalen Stuff reinlegen kann, sondern wirklich nur irgendwie Magazine und so. Ich meine, auf Dauer passt das schon so halbwegs. Da kriegst du ja schon hin. Gibt ja genug auch Militärstuff, den du ja mitnimmst, aber trotzdem. So, okay, bis runter, dann rechts runter. Dann holen wir erstmal die Bugs und die müssen wir dann irgendwie loslassen. So. Her damit. Kann man stacken? Das ist schon mal ganz nice. So, zu welcher müssen wir denn? Wir müssen hier rein. Also in die große Base, in der wir auch vorhin waren. Das heißt, wir können auf der Straße erstmal bleiben. Wäre ganz geil, wenn es für die MP5 auch irgendwie ein Visier gäbe. Oder irgendeine Abdeckung, bei der wir auch ein Visier draufpacken könnten. Ja, ich bleib dabei. Ich glaube, wir profitieren so sehr von dem Shuddy, den wir hier mit dabei haben. Aber so ein bisschen, so Mini-Zero-to-Hero ist schon auf jeden Fall drin. Und ist gut machbar. Macht auf jeden Fall mehr Sinn, wenn du wenig hast, dann wirklich nur mit einer Waffe reinzugehen und dir dann relativ schnell den ersten Stuff zu holen, als dieses komische Provided-Gear zu nutzen. Dann verlierst du irgendwie sogar mehr, als du selber rausgebracht hast. Immer schön die Haupteingänge nutzen, ganz wichtig. Da wären wir. Hier links können wir das erste loswerden. Ich glaube, so ein bisschen dämmert es langsam. Ist auch Nacht wie in Syria. Stelle gibt's. Ah, du musst zum Teil irgendwie beim Trader oder insgesamt ein gewisses Level erreichen. Ich hatte vorhin schon mal geschaut, um Sachen zu kaufen. Du kannst nicht frei durch die Bank alles Mögliche kaufen. Das geht leider nicht, sondern du musst schon schauen, dass du halt ein Level erreichst. Da rennt was.
might have got. Shit. Haben wir? Irgendwie noch links von mir, was? Deshalb sollte ich mal langsam anfangen, dir nicht mehr die Helme zu ballern. Was ist ein bisschen für ein Arsch? Ich brauche nämlich immer noch einen Helm. Ich renne die ganze Zeit ohne durch die Gegend. Ich höre hier, glaube ich, in der Halle ein. Ah, jetzt wird's heller. Schön. Es klang zumindest so, als wenn einer drin laufen würde. Hier, der ist, das kann sein, dass ich den nicht mit dem Header gekillt habe. Er hat aber auch keinen Helm an. Ah. Hier vorne hatte ich noch einen und jetzt müssen wir mal langsam mal schauen. Dass ich auch mal die Bugs hier irgendwie loswerde. Na? Oh, den will ich auch den Helm zerballern. So, okay, also. Hier die Richtung muss ich den ersten irgendwie setzen. Was es auch immer ist, ich weiß es nicht. Wir werden es gleich rausfinden. Ah. Ich glaube, das soll die einfach nur nerven. Damit die nicht gut schlafen können oder irgendwie so. Ich weiß das auch nicht. So, wo ist der nächste Punkt? Ich würde sagen, wir machen hier den hier und laufen dann so einmal straight zurück. Das heißt, wir gehen weiter nach links. So, nicht in den Kopf schießen. Nicht in den Kopf schießen. Nicht in den Kopf schießen. Moin. Ist irgendwer zu Hause? So wie wir da vorne gekillt haben. Und wie viel vorhin hier waren, glaube ich, sind es nicht mehr allzu viele wahrscheinlich. Ja, aber ja, schau mal. Ja, ne? Warum nicht? Warum nicht? Da ist noch einer. Nein. Hey, there's intel at that airfield, right? Ziemlich schnell gestorben dafür, oder? Dass ich ihm eigentlich nur in den Hintern geballert habe gerade. Weiß nicht, ob er einen Helm überhaupt auf hat. Schauen wir mal gleich. Ja, na bitte. Zwar kein geiler Helm, aber wir haben jetzt einen. Und was ganz geil ist, guck mal, der hat nochmal einen großen Rucksack. Ja, geil, ne? Sind schon dran vorbeigelatscht. Hier irgendwo in der Halle müssen wir es platzieren. Ja, also sobald irgendwie so Nachtgedöns-Sachen möglich sind, fände ich es jetzt auch nicht irgendwie schlimm, wenn sie dir jetzt auch direkt schon ermöglichen würden, Nachtvisiere zu nutzen. Ich meine, Taschenlampen gibt es. Keine Ahnung, ob man die jetzt schon so früh kaufen kann, aber man findet sie relativ schnell.
Sogar ein kleines Visierchen. So, wo ist der nächste Spot? Jetzt müssen wir nach rechts schwenken, ne? Genau. Rechts rüber in die nächste Halle, da haben wir 2 Punkte. Gute Hälfte haben wir noch im Magazin. Da sind welche. Nein, Herr Bacillus. Hey, do we got any spare water left? Ah. Jetzt müssten wir eigentlich schon den nächsten irgendwie setzen. Okay. Wir killen den hier auf jeden Fall gleich noch links. Dann müssen wir einmal bis zum Ende durchlaufen hier vorne. Und da müssen wir noch raus. Fuel kriegen wir, glaube ich, diesmal nicht. Ein Food Container brauchen wir sogar auch. Wir brauchen nicht nur Prepped Meal. Sondern wir brauchen tatsächlich sogar auch noch dreimal dieses große Zeug. Ah, hast du was? Hast du was? Hast du was? Nee, hat er nicht. Ah, der hat einen schickeren Helm gehabt. Natürlich, aber habe ich ihn zerballert. Okay, also weiter in die Richtung. Das Wichtigste wird auch erstmal sein, dass wir die Hauptquest machen. Hat wer getan? Und da wir ein bisschen Medistuff haben, würde ich sagen, wir geizen mal damit wirklich nicht. Obwohl ich jetzt irgendwie noch bei 80% Leben bin oder so, ich gebe es mir mal so direkt. Oh ja, passt. Was ist hier irgendwo, ne? Muss ich jetzt hier irgendwie rein, um das ganze Ding loszuwerden? Aber kann ich lockpicken? Vorhin konnten wir es ja auch irgendwie einfach so. Oh. Dunkel wie die Nacht. Aber es wurde mir schon angezeigt. Ich glaube, ich muss doch wieder nach draußen. Gar nichts drin. Ich liebe es, ich liebe es. Duct Tape. Naja, guck mal, ein bisschen was können wir noch mit reinschmeißen. Er hat sogar 2 große Rucksäcke dabei. Das ist ja auch nicht so. Ach, guck mal, hier ist es. Okay, das heißt, die Quest haben wir durch. Jetzt können wir maximal noch schauen, dass wir vielleicht ein bisschen was von den Prep-Food noch finden. Weil. Ah, dreimal das hier haben wir. Jetzt brauchen wir nur noch dreimal dieses komische andere Essen. Aber das können wir ja, glaube ich, auch über mehrere Raids machen. Müsste also gehen. Keine Ahnung, ob wir dafür eher looten müssen oder ob wir mit Glück das eher aus denen rausbekommen. Schön.
So, die packe ich mir hier noch rein. Hey, nein, da rein. Noch eine schicke M4. Nice. Mit Visierchen. Sauber, sauber. Ansonsten hätten wir hier direkt vorne an der Brücke auch einen Exit, den wir nutzen können. Warte mal, muss ich noch mehr machen? Guck mal eben. Nee, Extract. Ja. Jetzt dürfte es vom Schwierigkeitsgrad her aber auch wieder ein bisschen härter sein. Also, wahrscheinlich musst du wirklich dich da so ein bisschen reinfriemeln. In das Custom-Gedöns da bei den Einstellungen. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Inbox. Wo haben wir unseren Stuff? Danke. So. Ist da noch irgendwas Spannendes? Also, was wir hier so bekommen, ist ja nicht so richtig geil. Wir bekommen halt immer ein bisschen Geld, ne? Deswegen, ich nehme es mal trotzdem irgendwie hier so halbwegs immer mit. Und diesmal behalten wir auch unser ganzes Zeug dabei. Das ist schon mal ganz gut. Oh. Guck mal, die M4. Ah, nee, warte mal. Die habe ich, glaube ich, aus einer Quest bekommen. Schauen wir mal, wenn ich jetzt das Prep Meal verkaufe, ob das funktioniert. Also ob ich dann quasi die eine Quest dadurch weiterführen kann. Tja, der Rucksack ist größer als die Gearbox. Ist nicht mehr. So, MP5. Nehmen wir mal raus und ich glaube, ich verkaufe sie auch. Sonst wird das hier schon gleich zu voll. So viel Platz hast du hier nämlich nicht. So, jetzt verkaufen wir mal das. Zum Glück stackt er das automatisch gar nicht. So, ne? Warum nicht, warum nicht? Nehmen wir mal die hier weg, nehmen wir die M4 rein. Medi-Stuff habe ich. Jetzt werden wir nämlich rein theoretisch schon wieder... Guck mal, die haben Open... Die haben hier meine Rig schon gut zerschossen. Das heißt, die hier können wir auch verkaufen. Gehen wir mal zum Händler und gucken mal, was passiert ist. Erstmal würde ich ganz gerne wissen, ob das jetzt für die Quest gezählt hat oder nicht. Das hat gezählt. Jetzt brauchen wir tatsächlich nur die drei großen Teile. Und jetzt müssen wir nochmal Fuel finden. Fünfmal. Ja, machen wir. Und halt noch die Hauptquest. Okay, alles klar. So weit, so gut. Gucken wir mal eben, ob ich hier mir irgendwie schon ein bisschen... Ist auch eine andere Währung? Ich würde ganz gerne ja schon mal gucken. AK bekommst du. Diverse MP5s bekommst du. Was gibt's noch? Eine Schroti, die kriege ich leider nicht. Desert Tech SRS A2, da dürfte eine Sniper sein, die P90 gebildet. Eine SCAR H, eine SCAR L. AUR80. MCX. Nö, ja, erstmal den Level, dass man sich da so ein bisschen was freispielt, finde ich auch voll okay. Das passt schon soweit. Ich würde gern wissen, welches Level ich habe. Das wäre noch irgendwie interessant. So, sollte aber passen. 60er Mag, damit kommen wir gut klar. Hm? Auch nochmal ein Rundchen, oder? Fuel brauchen wir noch und halt das große Essenzeug. Und dann irgendwas, was sie uns gleich noch sagen werden. Das habe ich mir nicht angeschaut. Aber sie ist ja drin immer recht gut. So, Deploy. Sieht mir aber sehr nach Nacht aus. Ich gehe nochmal zurück.
6.35 Uhr, nee, passt. Loadout Custom passt, Private Session passt alles und gib ihm. Wenn ich nur von irgendeinem hier noch eine Sniper bekäme, wäre das auch ganz cool. So eine klitzekleine. Wenn ich alleine bin, brauche ich keine 5 Sekunden Vorwarnzeit, bis es startet. Das liebe ich immer. Es gibt hier Total War Warhammer zum Beispiel. Das war auch mal so ein Spiel, egal irgendwie gefühlt, was du machst, hast dann immer noch mal immer so Mini-Timer von so 3, 4, 5 Sekunden. Und dann denkst du, ja, nee, lass mich doch einfach loslegen. Das ist jetzt ja alles in allem. Bei Delta Point Mount braucht's auch noch. Ist ja ein bisschen doof. Wir brauchen eigentlich da vorne ein bisschen was anderes dran an der Waffe. So, gucken wir trotzdem mal erstmal. Was ist denn unsere Main Quest? Intel müssen wir mitnehmen. Und das hier auch gleich links. Okay. App ist halt auch nicht sehr groß. Also das ist halt so das nächste Ding. Das mit den 13 Euro, das passt auch schon. Es wiederholt sich natürlich jetzt schon sehr schnell. Ich meine, jetzt sind wir seit 2,5 Stündchen dabei und so und es beginnt sich schon zu wiederholen. Ist natürlich aber noch ganz anders. Aber deswegen sage ich, also, aber es macht einen insgesamt wirklich schicken Eindruck. Es macht mir halt auch echt Spaß, also so ist es nicht. Zusammen mit Freunden hier noch ein bisschen und so. Das würde es auf jeden Fall noch aufbessern, wenn du da wirklich im Coop spielst. Und das ist, glaube ich, ein Spielchen, bei dem du getrost auch wirklich am Anfang die 13 Euro da investieren kannst und dann schaust, wie sich es einfach auch entwickelt. Ja, das ist so ein Ding, da kannst du dann, wenn immer so ein größeres Update da vielleicht irgendwann mal hinterhergeschoben kommt, irgendwann, sei es auch erst in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr, in einem Jahr oder sowas, dass er dann, ne, mit denen, die es dann haben, guckst du mal wieder rein, spielst mal wieder so ein, zwei Stündchen am Wochenende, machst ein paar Raids. Also dadurch ist es deutlich casual-freundlicher, finde ich auch. Hat da so ein bisschen Hop-in, Hop-out-Charakter und das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So in Ergänzung zu anderen Spielen. Falls der Tag of Wipe mal wieder nicht so gut verläuft, ne? Den Anschluss mal wieder verloren hast, weil alle irgendwie schon Level 60 sind und du selber noch mit Level 10 durch die Gegend krauchst. Bisschen Arsch mit dem Visier. Was echt ganz cool ist, ist halt dieses Unterdrückungsfeuer. Der hat mich jetzt nicht getroffen, glaube ich zumindest. Und es hat halt trotzdem schon, ne, so ein bisschen eingegriffen. Finde ich ganz angenehm. Oh doch, er hat uns getroffen. Na gut, dann erst recht. Die schicke Weste. Aber Aim Punch brauche es auch. Schon ganz gut. Mal den erstmal looten. Hätte nämlich, glaube ich, ganz gern mal eine Waffe, bei der ich besser zielen kann. Zumindest schon mal ein schickes, ne? Nee. Wo ich die ja trotzdem mitnehmen kann. Das kostet mich ja nichts. Ja, seine Weste ist komplett im Arsch. Geil. Laune ihm nur noch seinen großen Rucksack. Irgendwo muss da vorne der Container noch sein. Wir brauchen ja noch das Essen. Also eigentlich müssen wir ein bisschen mehr in die normalen Container reinschauen. Ah ja. Da sind wir bei so einer Base ja gar nicht mal so schlecht dabei. Eigentlich müssen wir jetzt, glaube ich, nach oben zur anderen Base. So ist es ja immer klassisch. Ja, müssen wir auch. Das heißt, wir looten uns hier mal so ein bisschen durch, schießen uns ein bisschen durch. Dann hoffen wir mal, dass wir ein bisschen Sprit finden. Bisschen canned food.
Oder eine dicke Sniper. So, jetzt gucken wir mal. Hab ich dafür noch irgendein Special Mount? Ja, doch, geht. Oh. Jetzt kann ich das da noch oben drauf setzen. Yay! Schön. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich denn jetzt oben in mein kleines Visierchen rein? Aber ja, das ist ganz geil. Bin begeistert. Ich hoffe mal, die Grafikkarten sind hier auch ein bisschen was wert. Hat jemand bei Tarkov geedit, aber der beleidigt mich nicht mal. Ist aus dem Internet geworden. Hast du denn eine Runde gespielt oder was? Ja, du, pass auf, ich hatte vor kurzem auch ein Erlebnis. Ich dachte, ich werde nicht mehr. War ich, ne? So eine Scuff ohne Tonrunde looten. Kommt Scuff um die Ecke. Ich dachte, der ballert mich jetzt ab oder so, weil ich mit ihm das gleiche Lager gelootet habe. Nö. Er hat mir eiskalt Sachen geschenkt. Und zwar gutes Zeug. Kann man natürlich sich immer die Frage stellen, wie viel hat er dann da insgesamt dabei gehabt, ne? Aber der hat mir einfach Stuff geschenkt. Zucker und sowas. Okay, geil. Das war schon spannend. Ich glaube, der will mich pushen. Oder der hat einen Disconnect, das kann natürlich auch sein. Nochmal einen großen, aber ja, so viel brauche ich jetzt auf Dauer auch nicht mehr. Der hat einen über den Haufen geballert. Richtung Exit sind ja, das ist natürlich groß. Ich hatte es bei der Schweinefarm vor kurzem mal, sowas in der Art. Er hat halt keinen Sound an, ne? Und ich habe da gelootet, der hat da gelootet und irgendwann hat er sich mal so vor mich gestellt. Da dachte ich mir schon, okay, der will wahrscheinlich nicht, dass ich hier loote. Aber hey, ne? Da wird halt auch keine Rücksicht genommen. Ich habe ja nicht auf dieselbe Kiste zugegriffen, die er gerade gelootet hat, ne? So ist es nicht. Ich gehe meistens, wenn sowas ist, dann auch so ein, zwei Meter weiter. Aber loote halt trotzdem das Gelände weiter, weil hey, ne? Was kommt's denn noch? Lass mich ja nicht hier verdrängen oder so. Easy. Wahrscheinlich hat mein Rick jetzt wieder gelitten, aber... Ja! Ah, egal, passt noch. Und dann hat er mich angeschossen und ist einfach weitergelaufen. Da dachte ich mir, ja, im Arsch. Dann habe ich mit der Schrot über den Haufen geballert. Hab sein Stuff auch mitgenommen und bin rausgegangen. Moin, ciao, Kakao 97. Moin. Hier ist der Entwickler von Incursion Retro. Wollt mal Hallo sagen, moin. Ob es gefällt dir soweit, ja. Visier wechseln geht auf jeden Fall das V. Ja, danke. Auf jeden Fall. Ja, schön, dass du vorbeischaust. Ja, es macht Spaß. Ich würde halt echt noch versuchen, das Ganze dann ein bisschen im Coop mit durchzuziehen. Also das nächste Mal werde ich schon schauen, dass das vielleicht mal mit ein paar mehr Leuten spielen und so weiter. Das ist schon ganz cool, mir überlegen, was wollte ich noch sagen, was hatte ich denn so ein bisschen? Also erst einmal muss ich sagen, ist es auf jeden Fall ein recht faires Angebot, was du da im Spiel rausgeballert hast. Also die 13 Euro zu dem Status, das das Spiel jetzt hat, da kann man nicht meckern. Muss ich von meiner besten Seite zeigen, das funktioniert nicht. Das weißt du doch.
schon längst vorbei. Nö, ach. Also letzten zwei Stunden 46, die wir gespielt haben, hatte ich definitiv Spaß. Das kann ich dir ganz, ganz getrost sagen. Wo sehe ich mein Level? Das wäre immer noch so eine Sache. Das könntest du mir vielleicht beantworten, wenn du möchtest. Weil ich kann ja zum Beispiel Visiere und so bei den Tradern nicht kaufen. Jetzt mache ich gerade so ein bisschen Quests und schaue halt mal eben, wie es so abgeht. Und habe jetzt schon die ersten, ich glaube zwei Quests habe ich schon gemacht, ja. Da wäre irgendwie so die Sache, wie ist das? Krieg ich dann? Kriege ich nicht? Kriege ich was? Was ist? Oh, nehmen wir mit. Das kann er behalten. Ich muss auf jeden Fall noch die normalen Containerchen looten. Ich brauche noch Canned Food. Wir sollten auf jeden Fall mal einen fairen Startpreis haben, ja? Bezüglich Fraktionslevel. Im Jobboard unten links findest du die Leiste pro Fraktion, die die Reputation anzeigt. Ah, okay, danke. Ganz cool, dass ich hier drüber zielen kann. Jetzt hat er getroffen. Ich glaube, so langsam aber sicher müssen wir uns echt mal eine neue Rig suchen. 26 Punkte haben wir noch drauf. Nice. So, FMJ. Zum Glück haben wir ein bisschen Muni haben wir noch. Das passt noch alles. Mit welcher Engine wurde das Spiel gemacht? Moin, El Nestro. Da habe ich sehr gute Nachrichten für dich. Wir haben den Entwickler bei uns im Chat. Also reiche ich die Frage einfach mal kackendreist weiter. An Ciao, Kakao. Im Zweifelsfall, wenn ich raten müsste, würde ich immer sagen Unreal Engine. Aber Unreal Engine! Komm schon. Canned Food. Gib es. Nee, gibt er nicht. Ob wir hier rein können? Gib mir Essen. Nein. Tja, Mainboard, Grafikkarte, HDD, nehme ich alles mit. So, wie weit sind wir? Ich muss immer noch nach oben, ne? Genau. Tanken wir uns hier so ein bisschen durch und dann schauen wir mal oben nach. Wir haben auch noch nicht den gelootet, den ich vorhin abgeballert habe. Da können wir auch nochmal vorbeischauen. Auf Twitter schon jemand, der es in VR ausprobiert hat. Ja, VR ist und bleibt ja nicht so ganz meins. Na, aber. War, ne? Wie meint er das? Da heißt das, dass du in Unreal Engine 5 automatisch auch Sachen in VR spielen kannst? Ist das quasi mit implementiert in die Engine selber oder was? Sehr interessant. Also für mich jetzt nicht, aber generell natürlich schon. Guck mal, da haben wir ihn. Dann gibt's explodierende Fässer. Na, vielleicht können sie ja schon explodieren. Die nicht.
ist so eine Mod, die nennt sich UEVR. Geht fast alles damit. Cool. Das ist eine witzige Info. Das muss ich mal Linus erzählen. Der wird sich freuen. Wann kommt eine neue Map? Das wäre noch so. Jetzt muss man kurz, muss man kurz warten. Aber so da so ein bisschen Erweiterung. Würde ich schon dabei bleiben, ne? Dafür, dass es ja sogar noch als Pre-Alpha tituliert ist, ne? Sehen wir es ja oben rechts. Ist es tatsächlich. Dafür geht das tatsächlich schon. Und halt, wie gesagt, preis-leistungsmäßig, das passt schon. So, da oben kommen wir zu dem Lager. Vielleicht finden wir ja mal einen Sniper. Ich meine, bis ich selber eine bekomme, das wird wahrscheinlich ja noch so ein bisschen dauern. Aber ne, vielleicht finden wir ja mal so ein bisschen was für uns selber. Ich brauch Essen. Und zwar noch dreimal. Das wäre gut. So, 2, 1. Ja, danke auf jeden Fall. Ne? Danke, dass du da vorbeigeschaut hast, Schaukakao. Sehr cool. Sehr cool. Ich wünsche dir auch ganz viel Erfolg. Oder euch wünsche ich ganz viel Erfolg mit dem Spielchen. Und guten Hunger. Und moin auch Relict. Ein Demo hatte ich ja schon gespielt, Relict. Deswegen wusste ich ja im Endeffekt schon so ein bisschen, was auf uns zukommt. Aber jetzt zum Start wollte ich mir natürlich dann schon das nicht nehmen lassen, ein bisschen reinschauen. Also definitiv gleich dabei, ne? Gerade wenn man so ein mit Freunden so ein Coop-Erlebnis fürs Wochenende oder so sucht, das ist echt schon eine feine Sache. Weil, wie gesagt, bei dem Preis brauchst du nicht großartig drüber nachdenken. Das ist schon echt ganz geil. Also, 13 Tacken sind okay, ne? Was kriegst du heute noch für 13 Euro? Ich danke dir, Robert, für dein Prime-Abonnement. Moin. Danke dir für die 11 Monate. Die Muni kriegen wir ja alle Nase lang auch durchaus für den Sniper, aber den Rest irgendwie nicht so richtig. Sniper. Sein, da ist er hin. Ach Mann, ich vergesse noch, sollte nicht unbedingt immer in die Köpfe schießen. Ah, guck mal, hier, Food Container. Perfekt. Einen haben wir schon, jetzt brauchen wir nur noch 2. Ups. Hast du mal gesehen, was Kinokarten fürs IMAX mittlerweile kosten? Nee. Ich war vor Ewigkeiten das letzte Mal im Kino. Ich würde ganz gerne tatsächlich mal wieder gehen, aber
gibt's jemanden, der etwas dagegen hätte? Da sagen wir mal so, ja, das ist halt aktuell einfach. Leider, leider, aber das ist so. Aber nee, ich weiß es nicht. Aber IMAX? War IMAX nicht... Ist IMAX nicht das 3D-Kino? Nee, IMAX ist das Normale, ne? Das gehört irgendwie alles ein bisschen mit dazu. War das IMAX das 3D-Kino? War aber auch schon als Kinder drin. Das war eigentlich immer ganz geil. €23,40? Für eine Karte für Dune 2, aber das klingt erstmal nicht nach 3D. 23... Ah, okay. Klingt so, als wenn ich demnächst nicht ins Kino gehe. Ah! Ist nicht 3D, nur eine andere Projektionstechnologie. Ah ja. Es gibt, war das Potsdam oder so? Es gibt ja hier, es gibt so eine Art Holodeck im Endeffekt. Da hast du einen ganz riesen Bildschirm, der komplett einmal 180 Grad um dich herumläuft. Also komplett gewölbt um dich herumläuft. Die ja noch Sachen drumherum so ein bisschen verändern können, Regen einspielen können. Natürlich jetzt für Filmproduktion. Aber das Ding will ich mal sehen. Ich hoffe, dass es da irgendwie so eine Art was Richtung Park der offenen Tür oder so gibt. Ich glaube, das Ding steht in Babelsberg oder so. Damit haben sie hier diese 1900 irgendwas Film gedreht auf dem Schiff. Ja, die Serie. Es ist schon sehr interessant. Das will ich mir mal mit angucken. Aber 23 Euro, das heißt, wenn du zu zweit, man geht ja in der Regel zu zweit mindestens ins Kino. Ja, ne? Erstmal ein Fuffi los, nur dafür, dass du rein bist. Da willst du ja noch ein bisschen mal zu knabbern haben und so. Das ist dann schon ziemlich übel. So, jetzt aber. Ah, es ist nicht... Fuel! So, was haben wir denn jetzt hier alles dabei? Das Ding werden wir los. Ich werde mal gucken, wie viele Graphic Cards ich hier dabei habe. Also, machen wir mal eben so. Sollten wir aber mal langsam loswerden. So. Witzigerweise ist es hier direkt bei uns dran. Machen wir das doch mal eben. So. Soweit. Das geht sogar, aber hier... Draußen ist wieder was. So, wo zum Deibel ist er? Ich müsste jetzt doch mittlerweile schon nahezu dran sein, ne? Oh, bin in die falsche Richtung gelaufen. Also da hinten in der Ecke irgendwo. Kinderbons hat letztens eine Aktion, da hast du pro Packung Kinogutschein bekommen. Der hat den Preis für die Karte auf 7 Euro gedrückt. 7 Euro klingt schon gut. Das letzte Mal, als ich im Kino war, habe ich auf jeden Fall auch eher was in dem Bereich gezahlt. Das war aber auch günstiger, weil das, der war dann noch irgendwie auf Englisch und bla und irgendwas, aber ja. Es ist sehr lange her. Sehr, sehr, sehr lange.
So, Quest haben wir. Jetzt bleibt's dabei, wir brauchen noch Food Container und wir brauchen noch Sprit. Ich hör doch hier was. Moin, Lemurblatt. Ciao, Lemurblatt. So rum. Na dann, viel Erfolg auf Arbeit. Ist der stehen geblieben im letzten Augenblick? Na toll. Besten, wenn du den Stuff wirklich mal haben willst, müsste ich eigentlich mal anfangen, dir wirklich nur noch komplett in die Beine zu schießen. Komm schon. Benzin und Canned Food. Kann nicht so schwer sein. Wenigstens von einem von den beiden Sachen hätte ich ganz gerne genug, um die Quest abzuschließen. Na bitte, man muss nur meckern. 762-51 NATO. Hm. Warte mal, das kann ich ja alles auch noch mitnehmen, weil Munition kriege ich ja in die normale Weste. Bisschen Muni passt also. So, jetzt fehlt uns nur noch einmal Sprit. Weg mit dem Toolzeug, weg mit dem Toolzeug. So, ein Motherboard lassen wir mal auch hier. Ja, perfekt. Das ist voll auf den Straßen und irgendwas los. Moin, wie will kaputt sein? Weiß ich nicht. Was verpasst? Ist irgendein Feiertag demnächst oder so? Ja gut, heute ist Freitag, ne? Wochenende. Da hast du ja immer so ein bisschen extra, aber ja, so rein theoretisch, wenn ich das wüsste. Aber... Und es ist Donnerstag. Stimmt. Sonst würde ich wahrscheinlich Mandalorian spielen. Na klar, na klar. Hey, I think I seen something. Da haben wir uns den Heller gefangen. Oder der rechts hat noch meine Weste durchgeballert. Das kann natürlich auch sein. Ah! Mandalorian Release oder erst so für Streamer? Für Streamer! Scheiße! Aber auch schön. Aber auch schön. Hatte er uns. Denken wir, das war wirklich jetzt der. Der rechts hat uns nämlich nicht getroffen. Shit! Das Ganze, der ganze Sprit. Nein, 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 nein. Das ist doof. Wir können ja mal versuchen, noch mehr Zero to Hero zu machen. So, das heißt, jetzt haben wir wahrscheinlich die ganze Quest auch immer noch offen. Ah! Irgendwas habe ich trotzdem anscheinend gemacht. Irgendwas killt oder so? Wollen wir mal Inbox? Irgendwie müssten wir ja da noch was zurückbekommen.
So knapp, der Exit war quasi schon direkt vor uns rechts. Da wären wir einfach nur noch rausgekommen. Immer dieses Streamerleben. Moin, Reaper-Pör, ja. Ja, ich hänge irgendwie einen Tag hinterher. Dieses Wochenende, ich hatte ja letztes Wochenende mir eine ganze Menge freigenommen. Da habe ich ja, glaube ich, nur Sonntagabend ja gestreamt. Das hat mein Zeitgefüge ein bisschen durcheinander gebracht. Aber Mann, waren das schöne Tage. Das hat sich auch echt megamäßig gelohnt. Das war so geil. Die Bugs, die müssen wir diesmal noch legen. Dafür brauchen wir aber erstmal wieder einen Rucksack. So, Beine schießen. Immer schön in die Beine. Wir haben Glück, da sind welche. Watch my ass, I'm taking cover. Ding, der hatte keinen Helm auf. Ah! Ich hab ihn nicht erwischt. Ist der abgehauen? Wo ist der hin? Hey! Hey, wo ist der hin? Hey! Na gut, dann loote ich jetzt trotzdem erstmal den, den ich am Anfang hatte. Oder ist er hier reingelaufen? So, dann looten wir erstmal den ersten. Wahrscheinlich werde ich jetzt abgeschossen durch den jetzt. Guckt er gleich wieder über die Ecke. Und wir sind im Rennen. Herrlich. Leider kein Rucksack. Ah, so macht Looten ja auch keinen Spaß. Wir holen uns erstmal einen Rucksack. Also erstmal wieder die Straße hoch. Hab ich ihn doch erwischt? Ich meine, ich habe einmal geschossen, aber relativ unkontrolliert. Nö, der liegt hier nicht. Und zwar klein 9mm, da muss es auch schon heller sein, sonst wird das nichts. Sein Zeug ist eigentlich komplett weg. Gibt's sowas wie... Versicherung? Ich weiß gar nicht, ob es Versicherung gibt tatsächlich. Aber ja, jetzt war, ist mein Zeug immer direkt weg. Da waren Stimmen, da gibt es also noch wen. Ich komme zu euch. Shit, Contact. Ich habe Auto gestellt. Nicht so cool. Ja. Er hat gar keine Staubschutzabdeckung. Ah! Ich halte nicht mehr so viel aus. Ich glaube, der hatte einen Rucksack, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja! Und was für einen? Tja, Helm, ne? Kaputt wie immer. Aber das passt jetzt. Können wir zumindest schon mal
zurückgehen und die Bugs holen. Und es bleibt dabei Canned Food und Sprit. Oh, sehr gut, sehr gut. Volles Leben. Sehr wichtig. So, also erstmal wieder zurück. Nehmen wir mal die Bugs und dann gucken wir mal, dass wir die loswerden. Ich fände ein Versicherungssystem, mal gut, es ist bisher nicht gezwungen, es zu nutzen. Aber ich fände hierbei ein Versicherungssystem auch irgendwie ein bisschen strange, weil du hast ja kein PvP-Gedöns, ne? Das heißt, es ist ja hier nochmal was anderes. Wenn es dir insgesamt ein bisschen zu schwer ist oder so, oder du halt die Chance halt erhöhen möchtest, deinen Stuff auch zu behalten, dann gehst du halt mit der Schwierigkeit runter. Was interessanter wäre, oder da müsstest du hier ja, ne, so einen gewissen, du müsstest die zumindest dann anders aufsetzen. Weil nach Tarkov, also wenn es wie bei Tarkov, dann kriegst du ja quasi immer alles wieder. Ne? Obwohl es nicht ganz stimmt, wenn die Scuffs ja die Sachen aufsammeln von dir, dann kriegst du es ja auch nicht mehr wieder, glaube ich zumindest. Oh. Das wird spannend. Naja, ne? Wir können eigentlich auch seins nehmen. Weil die V4 insgesamt schon ganz geil ist, aber ich habe weniger Punkte drauf. Siehst du, das hätten wir mal fragen können noch vorhin. Ob man mal reparieren kann. Ich danke dir, Ray Bull, für dein Follow. So, genau, Bugs holen. Und die müssen wir dann noch legen. Ja. Dann schauen wir auf die Karte. Wo müssen wir hin mit den Dingern? Da müssen wir diesmal hin. Ach, cool. Machen wir das doch mal. Und nicht vergessen, Benzin, Benzin, Benzin und Essen. Zumindest die Muni nehmen wir mal mit. Moin, Ready Bull. Zumindest die Muni können wir uns mal nochmal mitnehmen. Aha, es geht los. Warte mal, kriege ich diese Flashlights an meinen Helm? Ah, ich habe gar keinen Helm. Das heißt, wir waren gerade aber schon relativ richtig sogar. Wir müssen also eigentlich eher in die Richtung diesmal. Dann irgendwie versuchen hochzukommen. Oh, wie ist hierchen? Ich hätte gern mein EOTech wieder von vorhin. Das war so toll. Na, so ein bisschen Vergrößerung und so. Hm. Wurde mir gerade angezeigt, dass ich hier jammen kann. Okay. Noch mehr Muni. So, jetzt sind wir quasi einmal im Kreis gelaufen. Aber egal. So, jetzt müssen wir hier hoch. Genau, die Kiste. Die hat uns vorhin schon Glück gebracht. Diesmal nicht. Oh. Aber nein. Aber nein. Jetzt hier links hoch, genau. Da haben wir's.
Obwohl, wir können sogar hier lang laufen und dann da versuchen, irgendwie reinzukommen. Wir haben sogar noch ganz ordentlich Heilung. Was ich vorhin ganz angenehm fand bei dem Bot, der uns gekillt hat in der letzten Runde, dass je länger, also je mehr du ihm Zeit gibst, es fühlt sich auch so an, als wenn er dann anfängt, sich halt auf dich einzuschießen. Also, dass er beim ersten Schuss nicht sofort direkt präzise bist, aber dann halt ne, immer mehr korrigierst. So, da wären wir. Jetzt müssen wir platzieren. Schauen wir mal. Okay, zwei in der Halle, einer direkt dahinter. Das nicht, obwohl die FMJ, die kann man mitnehmen. Das ist ein PvE-Extraction. Moin, Captain Pierce. Ja, ja, das ist ein PvE-Extraction-Shooter. Aber gut, ne? Also ganz alleine nicht, sondern du kannst es auch zusammen mit deinen Freunden und so zocken. Ja. Genau. Ah, aber gucke mal, gucke mal, gucke mal. Ach, ich habe ja nichts, um den damit ranzusetzen. Ja, so, wie gesagt, wie wir vorhin schon mal meinten, so ganz platt ausgedrückt, könntest du sagen, ist halt für die Leute, die Bock auf Tarkov haben, aber keinen Bock auf PvP bei Tarkov haben. Aha. Brauchen wir nicht. So. Dann müsste er weiter da vorne rechts und dann hier direkt hinter. Ah. Vorhin waren hier noch Leute. Diesmal scheint hier ein bisschen weniger los zu sein. Ich brauche hier immer noch das ein oder. Ist ja gar nicht so verkehrt, wenn ich eher ein bisschen auch entspannt die Kisten looten kann hier. Ja, sowas hier. Benzin. Das bräuchte ich. Nicht extracten. Nein, nein. Ich habe noch Dinge zu tun. Rausgesogen wirst du aus dem Spiel. So, hier müsste jetzt gleich der Punkt kommen, an dem wir nochmal die nächste Bug setzen. Ah. Okay, das heißt, das hätten wir schon mal. So schnell, wie man eigentlich raus und reinkommt. Gut, Container. Müsste ich jetzt eigentlich anfangen rauszugehen, um wenigstens die Quest, aber hey. Natürlich nicht. Ich bleib dabei, zumindest eins von beiden hätte ich gerne. Und schaut mal, da sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Dreimal Benzin und drei Food Container. Zwei Benzin, ein Food Container haben wir jetzt aktuell. Dann raus, abschließen, war so klar. Hey. Doch nicht kaputt. Doch nicht. Zumindest eins von beiden. Würde ich schon ganz gerne abschließen. Ja.
Ah. Punkte auf die JTAG, das nehmen wir. Ich hab immer noch keinen Helm auf. Moin, Volker. Nur so nebenbei. Wir können sogar eigentlich mal oben lang gehen. Ich glaube, in diesem Minilager, das oben an Aquarium dran war, war ich bis jetzt noch gar nicht drin. Gehen wir mal hoch. Freunde. Es wäre zu Hause. Ich brauche noch Loot. Leider nicht. Aha, 2-2. Ist ja klar, ist ja klar. Spaß, guten Hunger, Kapusan, die auch gleich einen schönen Mittag. Ja. Wird auch gleich gegessen. Bei uns gibt's heute Rats. Ich danke dir auch, Luca B77, für dein Follow. Danke sehr. Ich glaube, ihn zu looten bringt's jetzt gar nicht mal wirklich. Was aber trotzdem. Bringt's? Der Helm hat diesmal überlebt. Food Container. Ich nehme alles zurück. Ja, dann, wenn wir jetzt schon Lauf haben, oder? Dann muss er jetzt auch noch den Benzinkanister finden. Also, gute Hunger. Ich mag Hot Dogs. So, komm. Gib uns Benzin. Sei gnädig, Spiel. Jetzt einfach einmal so ein Kanister und wir können gehen. Schaut mal, jetzt habe ich hier. Da leid dran. Oder? So, Medi-Stuff haben wir sogar auch halbwegs. Komm schon, Benzin. Tu es. Nein. Wenn ich besser wüsste, würde ich sagen, hier war schon jemand looten. Ja. Tja. Erstmal, wir können oben weiter durchgehen. Da gab es noch ein, zwei coole Kisten. Da haben wir's. Na bitte. So. Welcher ist jetzt für uns der schnellste Ausgang? Wahrscheinlich sogar immer noch der gleiche, bei dem wir vorhin schon standen. Also hier durch und hier raus. Okay, Richtung halten, gib ihm. Das ist ein Steinbruch, Ready Bull.
Aber ja, ne? Also. Alles Richtung Chernobyl ist durchaus auch immer ein cooles Setting für einen Shooter. Vor allen Dingen, wenn es ein bisschen gruseliger werden soll. One Stone. Hinter uns. Ja. Versucht man diesmal so ein bisschen durch die Decke zu gehen. Ist mal Spaß, Stone. Gesagt, so wenn du die Möglichkeit hast, so würde ich es beim nächsten Mal auch durchaus versuchen, das Ganze eher im Coop zu spielen, weil das kannst du ja machen, das macht Spaß. Das kostet 13 Euro. 13. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Definitiv. Sagen sogar eher günstig. Echt? Ja. Den können wir noch getrost mal looten, oder? Oh, ein Hammervisier. Schön. Tja, wie kriegen wir dich denn jetzt hier noch mit raus? Wir machen es mal so, oder? Der hat hier sogar ein niedriges Profil und Gedöns und so. Ne? Aber guck mal, ich habe hier schon so einen langen Lauf und so einen Spaß. Das passt schon. So, jetzt aber raus. Nein, das ist kein PvP. Nein. PvE. Coop oder alleine gegen den Computer. Wie gesagt, ist quasi sowas wie Tarkov ohne Bots. Tarkov nur mit Bots, so rum meine ich. Tarkov ohne Spieler. Ohne Gegenspieler. Mitspieler schon. So, dann gucken wir mal. Inbox, dann wollen wir mal schauen. Achso, ich muss ja noch verkaufen, ne? Da war ja was. Also. Sell. Sell. Können wir uns hier nämlich das kleine Visierchen mal runternehmen. Und uns das große Ding draufsetzen. Geil. Brauche ich mir noch einen Schalli für das Ding, ne? Dann haben wir... So, jetzt müssten wir hier ein bisschen was geschenkt bekommen. Nice. Ah, das hier. Hier ist die Reputation, genau. Also VLF gibt es, UICS und IGC. Da sehen wir, dass wir so ein bisschen vorankommen. Und je nachdem, wie weit wir da vorankommen, können wir uns dann mehr und mehr Leute, mehr Sachen hier noch holen. Ist da Bugs? Genau. Challenges haben wir hier auch noch. Müssen nochmal 5 Fuel to the Vendor. 5? Okay. Einmal überleben, nochmal Fuel finden, sollte irgendwie passen. Gucken wir mal eben unseren Hideout, der dürfte jetzt wahrscheinlich durchaus überquillen. Ja, es ist hier eine Menge drin. Aber wir können uns natürlich auch jederzeit hier noch erweitern. Wir sind schon bei 9400. Mal ein bisschen Stuff hier verkaufen. 40, ich für so einen Injektor, naja, geht. Schön. Jetzt krieg ich mal für so eine Grafikkarte. 272. Okay, die mitzunehmen bringt's. HDD. 152. Hab hier noch so ein Riesenteil. Nee, das bringt's nicht so sehr.
Großes Magazin haben wir auch noch. In die JTAG kriegen wir nur die geraden Magazinchen rein. Okay. Silent Rifle. Toolbox? 40. Aber jetzt haben wir immerhin schon 11. Das heißt, so ein Ding, zack, können wir uns jetzt schon ausbauen. Bei Ammunition und sowas geben wir das auf. Gear wäre es, glaube ich, auch gar nicht mal so schlecht. Aber jetzt müssen wir uns quasi erstmal so ein Stück weit bei den Leveln. Was ich auch nochmal gucken wollte, ob ich hier irgendwas reparieren kann hinten raus. Tier 1, Tier 2, hier sieht man da, na, so ein bisschen, nee. So, ich hätte schon ganz gerne hier, die hier, ne. Tier 4 brauchen wir. Dann können wir uns hier eine richtig geile SMG holen. Ich am ehesten sogar, glaube ich, auf die Scar haarscharf bin, auf die große. Schrotti. Im 54, genau, das kennen wir alles. 6291, alles klar, 9x19. Und die Punkt 338, das ist für die Sniper. Okay, joa. Passt. Also ist cool. Ich meine, ich hab's jetzt ja, ne, und so weiter. Müssen wir mal gucken, ob sich da vielleicht noch der eine oder andere findet. Oder die eine oder andere. Und dann würde ich sagen, machen wir es das nächste Mal eher so ein bisschen als Scoop-Gedöns. Da kann man ja vielleicht noch so ein bisschen mit dem Schwierigkeitsgrad rumspielen oder so. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Nicht wahr? Glaube schon. So, dann werde ich mich aber mal in die Mittagspause verabschieden. Ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder. Heute Abend um 17 Uhr gibt es dann nochmal Days Gone. Ich glaube, morgen geht es dann groß los mit Mannerlords. Allerdings werden wir morgen tatsächlich auch nochmal hier in Infection-Free Zone spielen. Das kommt, ist ja heute rausgekommen, dann werden wir uns morgen darum nochmal so ein Stück weit kümmern. Aber dann ab 16 Uhr geht's los mit Mannerlords. Bei dem hier, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob wir eine Crew irgendwie ein bisschen so zusammenkriegen. Das wäre dann echt schon ganz cool, wenn wir da so in dem Bereich so ein bisschen weitermachen. Ich danke euch also sehr fürs Zuschauen. Und sagt, ihr könnt schon mal abschalten. Wird nichts mehr. Ich schalte jetzt nochmal Werbung. Um da so dieses Prozentuale so ein bisschen hochzuhalten. Aber jetzt passiert ja nichts mehr. Ich glaube, so ein bisschen wäre es halt wirklich auf Dauer interessant, wann zum Beispiel auch die nächste Map noch mit dazu kommt oder ob die halt erweitert wird. Aber jetzt so für den Start und so ist das schon echt ganz okay. Aber wäre schon gar nicht so schlecht, wenn es da auf Dauer dann noch so ein bisschen map-mäßig mehr ginge. So, jetzt halte ich mal nicht gegen. Also aus der Hüfte merkst du schon, dann zieht er schon. Da zieht er schon deutlich eher durch.
so, wenn ich jetzt gar nicht gegenhalte. Es gibt Recoil, aber es geht. Man kommt mit klar. Die ganz schwere Nummer. Das ist auch schon gut und präzise aus der Hüfte. Aber passt. Da oben sieht man übrigens nicht nur Pre-Alpha, sondern 1.014. Wahrscheinlich war die 1.0 dann wahrscheinlich die Demo-Version oder so, könnte ich mir vorstellen. Höchstwahrscheinlich. Hier, genau. Hier sind wir bei der Fraktion immer noch mit dabei. VLF, genau. Von der IGC haben wir bis jetzt gar nichts gemacht. Bei den Challenges? Tatsächlich sogar auch. Damit kommst du jeweils auch durchaus mit weiter. Mission Types? Ach, guck mal. Assassination gäbe es tatsächlich auch. Kill mit einer Schrotflinte? Okay, ich habe gar keine. Da geht nicht allzu viel. Ah ja, egal. So, also dann, ich wünsche euch noch, weil ihr immer noch da sein sollten, schönen Nachmittag und wir sehen uns heute Abend ja wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen.